Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Wie galt er dir? Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Neuer Ring. Halvor, das Timing gerade. Ne? Vielen, vielen Dank für 9 Monate, Digga. Prolog, der neue Ring. Ja, sehr schöner Rückblick mit diesen auch sehr schönen Sequenzen, wie ich finde. Hab ich Bock, ne? Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Okay. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Yeah. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Huhn. Oh, Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen. Jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Nein! Geiler Dream. Yo. Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Oha. Direkt angry as fuck, ne? Gerade von einer toten Frau geträumt, Junge. Zack, Ring an den Finger und gib ihm. Und erstmal Skifahren gehen. Er erwartet. Danke, Chloa, für den Test. Funktioniert. Er ruft deinen Namen. Talion. Talion. Celebrimbor. Okay. Ja, etwas längerer Einstieg, als ich erwartet habe. Talion, ich werde dich finden.
Okay, finde Celebrimbor, der uns einfach mal entrissen wurde. Und ich finde es sehr schön, dass wir auch ein Anfangstutorial bekommen, liebe Leute. Hallöchen an alle, die gerade noch reingekommen sind. Wir sind wieder in Mittelgerde angekommen. Ich wollte gerade Mittelgerde sagen, keine Ahnung, wer Gerde ist. Und dürfen uns jetzt sicherlich durch so eine Art Tutorial-Mission nochmal schleichen. Aber das müsste ich eigentlich noch auf dem Kasten haben, ne? Mit Anlocken und Stealth und Assassinieren und zack und was nicht alles. Da dürfte ja ähnlich smooth ablaufen. Wie auch zu unseren glorreichen Zeiten im Vorgänger. Ne? So ungewohnt, dass er nicht die ganze Zeit quasi... Ja, ist auch für mich immer ungewohnt. Ne? Ist auch für mich sehr, sehr strange. Ich hoffe, die Dialoge waren soweit in Ordnung von der Lautstärke. Wir haben auch wieder überhaupt nichts. Ne? Kein Skill, das sowieso nicht. Aber überhaupt keine Möglichkeiten, jetzt groß coole Moves zu machen und so weiter. Nichts mit geiler letzter Chance und all solchen Momenten, die uns immer gerettet haben. Mega sad. Wir versuchen oben zu bleiben. Das wird immer ganz gut funktionieren. Celebrimbor, im Osten wäre das Celebrimbor oder Kalle im Moor. Ja gut, so viele Moore haben wir, glaube ich, im Osten auch nicht, ne? Da versinkt man nur im braunen Sumpf. Ah, Pferdesteilvorlage, ne? Beste Leben auf jeden Fall. Gucken wir mal. Bisher sieht es ja nicht so spektakulär aus. Und dieses Geflüster, ne? Ist eigentlich ein Old God Addon so. Das würde ich auch feiern, ne? Haben wir schon mal gesagt, auch beim letzten Mal. So ein Game, Assassin's Creed-mäßig, beziehungsweise Herr der Ringe-Stil. Eben das mit Nathanos oder so Heldencharaktermäßig, das wäre ziemlich lässig. Kann ich hier bitte rübergehen? Jetzt sieht er mich, Alter. Weil ich einfach nicht rübergegangen bin, ich raste aus. Zack, Augapfel weg. Den nehmen wir mit. Ungewohnt nicht über Lore zu sprechen. Ja, dafür kriegen wir lustige Sachen geflüstert. Warum gehe ich denn hier nicht rüber? Was ist... Ah ja, genau, das wollte ich machen. Ja, genau dazu sind diese Seile, denke ich mal, da. Und das ist schon wieder irgendeine richtig räudige Höhle. Ich hab ultra Bock auf fette Spinnen, Alter. Weiß nicht, wie es mit euch aussieht. Maximal Level ist ja 80. Genug Zeit zum Üben. Ja, da haben wir wirklich ein bisschen Zeit. Sprinten, okay. Wir sehen hier schon die ersten Geister. Oh, hier sind wirklich Spinnen, Alter. Please no. Ew, Junge, wie fucking groß sie sind. Oh, ist das räudig. Ja, lass bitte durch diesen... Digga, hatte ich jetzt Schiss vorm Spinnen-Jumpscare, ne? Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Das Orkblut ist leider schwarz, Mysterioso. Das ist leider immer so. Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Lass ihn frei! Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen. Weil Digga, why? Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Warum, Digga? Ersten 10 Minuten Game, ich mach aus. Okay. Okay. Ja, das ist okay. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen. Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort! Du bist tapfer für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu lassen. Ich habe bereits alles aufgegeben. Noch nicht alles. Noch nicht. Du willst den Ring? Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kankra und ich halte mich an mein Wort. Okay. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tali! Nein! Hier hast du ihn. Ja. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt.
überrascht uns verdammt, Talion. Ihre Macht war bereits groß, aber nun besitzt sie auch noch die meine. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Yeah! Kanker! Ja, das ist natürlich richtig clever jetzt, der Move. Jo. Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss beschützt werden. Okay. Bisschen viel Input. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Geil. Geile Mill Freeway, ne? Das ist die Spinne, Alter. Das ist einfach Kankra. ja, heftig. Dreadmaster. Ich habe keine Ahnung. Der hat keinen Modellnamen oder so. Ist einfach der rote. Den habe ich damals, glaube ich, im Angebot für 150 gekauft oder so bei Amazon. Das ist einfach der rote von die X-Racer, also rot-schwarz. Ist leider, hab gerade die ganze Zeit mich umgeschaut, so ob ich irgendwo eine Nummer finde oder irgendeinen extra Namen. Alles nicht da, ne? Alles nicht da, so sad. Arturo Gollack, hallöchen. Grüß euch. So, wir wissen einiges. Dream, hallöchen. Du hast die sexy Spinnenlady verpasst, Mann, so sad. Minas Ithil, die Belagerung. Ah ja, das sieht nicht ganz so gut aus. Ah, schön die Mauern, ne? Gut, die Mauern werden vermutlich nicht so lange halten, also ist ja alles dabei, ne? Trolle. Ah, Junge. Let's go. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Uff. Es sind Trolle mit Katapulten auf dem Rücken. Yo, da fällt einer. Geil. Chillt er da sein Leben weg, ist er. Die letzte Festung in Mordor. Sieht halt echt nicht gut aus. Schatten des Krieges, da sind wir. Da sind wir angekommen. Daenerys, hallöchen. Grüße. Weißer Sirius ist auch am Stizzle. Ja, Kami, wenn du möchtest, sagst du irgendwas ist sehens- oder lehrwert. Immer her damit. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal. Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Ja. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Ja, Würmer finden. Halte Space gedrückt, Bruder. Ein völlig abgespacedes Game. Don Schober, hallöchen. Gab es nicht auch ein WoW-Buch mit dem Namen Schatten des Krieges? Irgendwas war mit Schatten des Krieges, ne? Aber war es ein Buch, Alter? Du weißt, ich bin jetzt im Herr-der-Ringe-Modus. Ich habe keine Ahnung, wer Vol'jin ist, Alter. Und du bist ein Soldat. Da. Sein Geist ist schwach. Ja, sein Geist ist... Sind alle Geister schwach, Junge. Überall sind nur grüne Symbole. Geil. Die Suche nach dem Palantir. Gucken wir mal. Ah, der gute alte System. Ne? Und wir haben jetzt hier natürlich, haben wir, wer das letzte Projekt auch gesehen hat oder den Vorgänger gespielt hat, wir haben jetzt hier ein etwas ausgefeilteres System, ne? Wir haben auch mit den Festungen und so weiter zu tun, weil ist ja jetzt Krieg, ne? Ist ja jetzt nicht nur Schatten, ist ja jetzt auch Krieg. Das sind Saurons Hauptmänner, die Anführer der Belagerung. Das Verhör von Würmern gewährt die Information. Drücke Space, um Informationen über diese Hauptmänner zu erhalten. Okay, cooler Helm, geile Nase, auf jeden Fall. Kriegstreiberkommandant, Hawk, der Kriegsbringer. Okay, durch Informationen über Hauptmänner erfährst du ihre Schwächen. Gut, das kennen wir ja, ne? Dieser Hauptmann ist ein Kommandant, was bedeutet, dass er immer von ein paar Fußsoldaten umgeben ist. Geil, Edfight, oder? Richtig Edfight. Ultra Bock. Hätten wir. Kopfplatzen? Ist noch drin, na, aber hallo. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen.
Okay, er wird nicht weit kommen. Hier ist halt auch... Sind hier Gegner? Da ist eine Ratte. Ist erstmal klar, komm hier. Ja, da springt doch wer rum. Wollte ich doch sagen. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, wenn wir hier rumschleichen. Dann hat der Kollege auch noch Untergebene um sich rum. Müssen wir schön wieder stealthen, Junge. Schön stealthen. Der Größte unter den Würmern, Junge. Dream hat's falsch geschrieben. Ne? Du meintest der mit dem großen Wurm. Ah, Bruder, kann jedem mal passieren, so ein kleiner Fehler. Korrigiere ich dich doch immer gern, mein Lieber. Korrigiere ich dich immer herzensgern. Vielleicht stehen die einfach auch bei einem Grogfass wieder rum oder so. Das wäre natürlich cool. Achso, wir müssen erstmal so hin. Geil. Ich dachte, er steht hier jetzt schon. Nein, wir müssen erstmal weiter schleichen. Da vorne ist er. Gut, mit so vielen umgeben können wir sicherlich nicht spontane Assassinenmanöver machen, oder? Mal sehen, was es war. Wir kriegen bestimmt noch so Tutorial. Töte die Ratte, Junge. Töte die Ratte. Der ist ja auch nicht bei, oder? Wir müssen nur die Spur finden. Ja gut, dann können wir davon vielleicht ein... Oh. Oder auch nicht. Ich dachte, er sei tot. Ist er auch? Talion, der Bogen. Ah, okay. So viel zum Tutorial. Der Bogen. Okay. Halte rechts gedrückt. Ja, das kennen wir, ne? Mit der Verlangsamung, mit dem Fokussieren. Okay, das kriegen wir hin. Zack. Da treffe sogar ich mal ab und zu, ne? Zack. Zarab. Ach, schön. Guck mal, der da hinten, ne? Der hinten reilt's noch gar nicht jetzt. Der kommt jetzt erst angerannt. Geil, schön über den Haufen geschossen, die Wichser. Navi, hallöchen. Grüße, Grüße. Schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden. Ja, wir müssen erstmal hier so Witcher-mäßig, ne? Hinweisen nachgehen, Junge. Versuch zwei kurze Fragen an euch in die Runde geworfen. Kann mir wer eine gute Seite für Gaming-Tische EDC empfehlen? Tische habe ich leider auch absolut keinen Plan. Vielleicht weiß es hier jemand, gerade im Trend waren ja diese Tische die gleichen Rechner eingebaut hatten und so, ne? Auch wenn du das jetzt vielleicht nicht zwangsweise suchst. Aber außerhalb von DX Razer für geile Stühle kann ich da relativ wenig empfehlen, leider. Holzauge, Hanske Chumi, hallöle. Wir suchen. Ui, halte X... Hä, warte. Benutze WASD und halte links gedrückt, um die zu fokussieren. Okay. Cool. Ja, ich glaube, wir haben eine Spur, ne? So ein bisschen Witcher-mäßig. Geil, wir folgen Fußspuren. Und jetzt, Kratos nicht da, ne? Jetzt nehmen wir die Pfeile nämlich automatisch auf. Im ersten Teil mussten wir ja immer stehen bleiben. Und ich musste 300.000 Mal Steuerung hämmern. Das ist jetzt die beste Zeit, ne? Das ist jetzt die beste Zeit. Hab mir jetzt auch einen neuen Stuhl geholt. Secret Lab. Ja, es gibt schon viele schöne Sachen, ne? Nutze deinen Bogen, um Grogfässer explodieren zu lassen. Aber liebend gerne. Schönes Tutorial, ne? Einfach alles hier. Boom, Junge. Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Unauffällig. Unauffällig. Hauptmänner ins Visier. Ich weiß immer nicht, ob sie jetzt einen längeren Dialog haben oder nicht. Ne? Ab und zu kommt man nur so ein schönes Wetter heute. Ja, und dann kommt auch keine Antwort so nach dem Motto. Ganz gefährlich, liebe Leute. Ganz gefährlich. Festung sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, wenn ich bedenke, was wir eben noch für Truppen lang geströmt sind. Ist das höchst bedenklich hier, die Entwicklung. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Zack, kennen wir auch noch. Mit X markieren. Da. Moin. Benommen durch Schleichen. Okay, das heißt, wir müssen, wenn es ideal laufen soll... Geil, das ist original mein Face, wenn jemand das letzte Pizzastück klaut, ne? Wenn sie so am Tisch sitzt, Alter. Und dann so die Frage, stört sich, wenn ich das letzte nehme? Dann ist das mein Face, inklusive diesem Totenkopfschädel, den ich dann als Helm trage. Ja, dieser Totenkopfschädel, Bruder, man kennt ihn. Okay, nee, ich wollte gar nicht schießen. Gottes Willen. Meine Güte, oder? Zückt er hier direkt den Bogen, Alter. Wie mache ich Screenshots in WoW mit der Drucktaste, die über deinen Pfeiltasten irgendwo sein sollte im Normal- und Idealfall? Vor allem ist er direkt Stufe 6. Bin ich nicht erstmal Level 1 oder so? Wie natzen den, Digga? Ist kein Problem, oder? Wir sind Waldläufer, natürlich. Natürlich, natürlich. Zuckerbutcher, hallöchen. Grüße, Grüße. Kaiko ist auch da. Hallöle, Freunde. Ich werde bei Herr der Ringe vermutlich wieder viele von euch überlesen. Das tut mir jetzt schon leid. Sie nennen ihn den sehenden Stein. Okay. Wenn ihr ihn seht, kommt ihr zu mir. Fasst ihn nicht an. Ich sage es noch einmal. Fasst ihn nicht an. Wenn er euch nicht umbringt. Wie Gandalf mit der Hobbits, ne? Den Palantir, fasst ihn nicht an. Ich sage es nochmal. Nö, muss einfach gemacht werden, ne? Palantir anfassen ist so eine Art Sport, hat man einfach Bock drauf. Mein Problem ist jetzt, das sind halt echt ein bisschen viele. Kann ich den? Den können wir nicht locken, oder? Den können wir bestimmt nicht locken. Ich probiere das einfach, Digga. Wir gehen jetzt komplett... Waldläufer-Übermodus. Pass auf. Sie warnen ihn einfach nicht. Geile Typen, Boys. Geile Typen. Zack. Oh, ich habe viel von dir und deinem Geist gehört. Davon, dass du nicht sterben kannst.
finden wir heraus, ob es stimmt. Ja, finden wir einfach raus, Digga, würde ich sagen. Einwandfrei. Sind die Sachen laut genug? Versteht ihr, was die Typen sagen? Nicht, dass ich dann irgendwo auf dem Dach stehen bleibe, weil sie sich unterhalten, Alter, und ihr hört es wieder gar nicht. Was? Was denn jetzt? Wer ist sie denn? Sie denied mir hier meinen Kill. Kommt aus der Ecke für Gondor, Junge. Erstmal schön kein Essen, Alter. Geil, komm, wegheddern jetzt. Beschusssicher, die Drecksau. Ich fass es nicht. Zack, dann nehmen wir dich eben. Mach doch nichts. Wir sind doch offen für solche Möglichkeiten hier. Ja, ist natürlich ätzend mit den Ads, versteht er? Ah, geil. Geil, geil. Ja, ist laut genug. Okay, sehr schön. Haut ihr jetzt ab? Ist ja in der Regel so, ne? Wenn der Kommandant weg ist. Oh, na gut, die gehen nirgendwo hin mehr, die Kollegen. Aber finde ich geil, ne? Stürzt man sich ins 1 gegen 6 und als sie sieht, wir haben eine Chance, kommt sie an hier, um den Tag zu retten. Toll. Gut, ihr erster Kommandant war jetzt nicht so die Hürde. War aber auch easy. Durch das Besiegen von Hauptmännern kann Celebrimbor mächtige Ausrüstung schmieden. Du kannst deine Ausrüstung im Inventar verwalten. Drücke B zum Anzeigen, ein Inventar. Mit Ausrüstung kannst du deinen Einfluss erhöhen und deine Fähigkeiten verstärken. Siege gegen mächtige Hauptmänner bringen dir auch hochwertigere Ausrüstung ein. Drücke Space, damit die neue Ausrüstung angezeigt wird. Ah, ja, jetzt haben wir hier nicht nur so ein Runensystem, sondern tatsächlich auch andere Waffen und so, ne? Lecker. Lecker, lecker, lecker. Wir sind offen für solche Möglichkeiten. Nein, solche, Voidlord, ne? Nicht die Seuchensuppe, um Gottes Willen. Wir haben Schwert der Herrschaft. Das ist, glaube ich, von der Collectors Edition oder so gewesen, ne? Kann das sein? Wenn ich es jetzt einfach anlege, ich meine, es ist orange. Gucke. Chillig. Und wir haben bei den Waffen Bonusmöglichkeiten wie Sockel, wenn wir bestimmte Aufgaben quasi erledigen. Ja? Chillige Sache. Chillige Sache, Stufe 5. Wir werden sicherlich, abgesehen von dem Schwert, jetzt noch nicht so die Möglichkeiten haben. Ne? Das haben wir sicherlich eben bekommen. Rohirrim Schwert. Oh, sowas bin ich Fan von. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch zum Beispiel auf der PS2 gespielt hat, war ich großer Fan von Herr der Ringe, das dritte Zeitalter, wo man auch unfassbar viele verschiedene Waffenmodelle und so bekommen konnte, von den Uruk-hai-Berserkern über, weiß ich nicht, irgendwelche Ork-Bogenschützen und so, ja. Und hier sehen wir Rohirrim Schwert und wir sehen eben auch das Design. Sowas finde ich richtig cool. Sowas finde ich mega, mega cool. Gut, wir haben unser Schwert der Herrschaft und ansonsten unser Standard-Gear anscheinend. Hier ist noch nicht viel mit irgendwelchen Bonussachen. Nö, dann bleibt's dabei. Guti. Miriel, hi. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Sweet. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Ja, weil ich sicherlich der von uns beiden bin, der draufgeht. Ich hab eben 1 gegen 6 gefeitet, ne, und sie kommt zum KS. Pass auf, dass du nicht drauf gehst, Digga. Ja. Ja doch, achso, wir können normal sprinten, ne? Ich war schon wieder Schleichmodus, Alter. Gut, dass sie Bescheid gesagt hat, die olle Zim. Kergolon, dankeschön für den Hinweis mit den Unterteilungen. Sichere die Gegend und... Ja, seht ihr, die Quest ist nämlich, dass wir die retten müssen, ey. Großfressen wieder. Oh, guck mal, die brennen sogar. Oh, unsere auch. Geil. Die gehen alle ins Feuer. Was ist mit euch? Ey, alle sind hier einfach nur zurückgeblieben. Es ist einfach nur schön. Es ist einfach nur schön. Ah, ihr solltet nur die Orks ins Feuer hauen, nicht euch selber, Junge. Dann wundern, dass die Stadt untergeht, ne? Letzte Posten in Mordor, Junge, und alle Soldaten verbrennen. Danke. Danke für gar nichts. Nicht im Feuer stehen, Mann. Meine Güte. So, noch einer. Rennt er weg? Er versucht's irgendwie, oder? Nehmen wir mit, Digga. Komm, das war der Geiz. Zack, sonst fährt er uns nur in den Rücken. Ah, die miesen Ätzüge. Typisch Allies wieder, oder? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Und dann wundern, dass sie nicht irgendwie am schnellsten da alle down hatten für mythisch übergreifend mit Jaina. Ja doch. Das haben wir verstanden mit dem Palantir, ne? Jeder erzählt uns nochmal dasselbe, falls wir irgendwie vergessen haben, was wir hier machen sollten. Sichere die Gegend. Kriegen wir hin. Zack, zerab, Junge. Ich glaube, die Wachen bräuchten alle mal einen guten Dolch, ne? Also, was wir hier allein mit unserem Dolch gezaubert kriegen, Junge. Zack, weggezimmert, einwandfrei. Weg mit dem. Da sind Bogenschützen. Ah, gucke, die haben wir natürlich auch, die Freunde. Na, hallo. Einmal drüber gejumpert. Zack.
Es gibt nur eine mit Bogen. Ne? So, ja, wunderbar. Erstmal wieder dran gewöhnen, dass wir jetzt noch nicht Mr. Highskill sind mit allen Punkten drin, ne? Mit erhöhtem Fokus und sonst was. Okay, ja, wir helfen ihr. Junge, sie hat aber auch hier ein Tempo drauf. Junge, irgendwo Zalando-Sale oder was, wie sie hier loslegt. Wahnsinn, Aimbot ist da, Digga. Hanzo still the man, du weißt. Aber große Stadt, nämlich ärgert es ein bisschen, dass man sich hier gerade noch... The fuck? Dass man sich hier noch nicht so umsehen kann. Also, wir haben kurz Päuschen gemacht, ne, bevor es bergauf geht. Ja, das muss ich auch immer machen. Ah, das muss ich auch immer machen. Bausch, grüße dich, Hallöchen. Grüße an die Füße, in dem Fall an die Nackten in der Wanne, ne, ein Träumchen. Ein Träumchen, stehen schon wieder Bogenschütze. Wir sprinten jetzt einfach weiter, jetzt ist egal, oder? Es geht bergauf, Leute. Eins, zwei. Ach so, das Tor schließt sich. Ja gut, dann hätten wir uns die Pause eben vielleicht klemmen sollen, ne? Da kommen wir jetzt bestimmt so richtig cool unten noch durchgerutscht im letzten Moment. Alter, hier sieht's doch aus, ne? Eigentlich mega coole Stadt. Mega coole Stadt. Wir ziehen uns zurück. Die Mittelstadt ist verloren. Ja doch. Wir müssen uns zurückziehen, das Tor schließt sich, der Palant hier ist nicht sicher. Aber vorher erledigen wir noch diese Dreckigen. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Ja, gib mir 200 für diese Ork-Aronen hier. Sichere die Gegend. Ich fand es auch sehr interessant, dass die Gegend in der Regel schon gesichert war, bevor wir fertig waren, ne? Das war immer nur hier die gerade wirklich auch gegen unser Frauchen kämpfen. Und dann sprintet die auch schon weiter. Also systematisch, guck mal, sie stehen hier links und sie warten auch auf ihren Einsatz. Sind sich aber auch noch nicht so sicher. Also ganz seltsam wieder. Die KI, Freunde, die macht, was sie will. Ne? Wie der April, der macht auch, was er will. Aber wir sprinten weiter. Riesenstadt, Junge, da oben. Vogel, Feuerbällchen, Feuerpfeile. Also Atmosphäre schon ziemlich nice Sache. Auch wenn wir gerade echt nur durchrennen. Warum auch immer. Ja, gleich bestimmt wieder random Kampfeinlage, Junge. Wir müssen zum Tor. Ne, wir müssen erstmal wieder kämpfen. Ach, wie es so ist, ne? Mampfi, Hallöchen, grüße dich. So, wir sind am Tor. Yay. Okay. Ja, das Kätzchen hat Krallen. Schnell, durch das Tor. Bewegung. Was tust du da? Ich komme nach. Geh. Lass die Schützen Unterstützung geben. Danke. Naja, heftiger Angriff. Halte links gedrückt, bis die Glewe erscheint und lass dann los, um einen heftigen Angriff auszuführen. Hätte man das nicht anders nennen können. Okay, halte links gedrückt. So, bis die Glewe erscheint. Wusch. Okay. Hallo. Wusch. Finde ich cool. Finde ich cool. Und die Schützen haben Feuerpfeile. Das ist echt nice. Dann müssen wir die echt nur auf den Boden legen. Und die schützen mal einfach den Rest, ne? Chillige Angelegenheit. So, wir rollen uns nochmal durch hier. Und ja, schön mit der Glewe. Achso, wenn ich sie... Doch, ich wollte gerade sagen, kann ich mich nicht mehr drehen, wenn ich einmal ausgewählt habe. Das ist ja cool. Für solche Fights, Alter, werde ich garantiert nicht dran denken in den richtigen Momenten. Aber coole Sache, dass wir da direkt von Anfang an hier einmal weitergedacht haben. Zack, Junge. Einmal schön. Herzchen raus. Brennend und dann noch ein Pfeil in... Was ist das? In eine Lende, ne? Autschi. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste und wir haben genug Schützen. Wir sind den Ork sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Cool. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Weiber, dachte er sich, Junge. Hallo. Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor?
Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten? Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Yeah. Das ist bestimmt unser Job. Toll. Und unsere liebe Tante, die wir kennengelernt haben, die schützt alleine den Palantir. Oder was soll passieren, Freunde? Was soll schiefgehen? Ui, feinstes Level up hier. Fähigkeitspunkt, Geld, alles da, Junge, läuft bei uns. Fähigkeitspunkte. Du hast genug Erfahrungspunkte, EP, gesammelt, um einen Fähigkeitspunkt zu erhalten. Du kannst Fähigkeitspunkte ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten oder vorhandene zu verbessern. Machen wir mit B. Okay, B im Charakter. Okay. Okay, Skilltree wurde aber sowas von überarbeitet. Halte Space gedrückt. Achso, nee, will ich gar nicht. Ich wollte erstmal andere angucken. Ach, darf ich gar nicht. Ach, ich muss skillen. Achso, ich muss das skillen. Ja gut, nehmen wir. Zack, erwerben. Schön. Ach, und das war's jetzt. Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Castamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. So. Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir. Okay, die Belagerung von Minas Ithil. Sichere den Palantir. Schließe Drachenviereck-Rautenaufträge ab, damit der Palantir nicht in Saurons Hände fällt. Drücke M, um dir die Karte anzusehen. Ich möchte gerne das Skillmenü nochmal sehen. Story-Aufträge werden durch das Symbol, naja, Story-Quest-Raute irgendwas angezeigt. Außerdem treiben sich in Mordor viele Hauptmänner herum, die du bekämpfen kannst, um EP und Ausrüstung zu erhalten. Du findest Hauptmänner mit Hilfe ihres Schädelsymbols oder indem du Erzfeind-Aufträge übernimmst. Der Erzfeind. Markiere den Story-Auftrag und drücke anschließend Space, um ihn als dein neues Ziel festzulegen. Okay. Achso, hätte ich vielleicht machen sollen, ne? Fotomodus-Verbesserung. Ja gut, am Fotowettbewerb wollen wir nicht teilnehmen. Aber schön zu wissen, dass es einen gibt, ne? Wunderbar. Wir werden seinen Griff um Minas Ithil lösen. Wir werden das Blatt wenden. Ja, machen wir einfach, oder? Der Erzfeind, spuck ihm ins Auge und blende ihn. Jawohl, der Harlekin, Craxis, Hallöchen. Alle Fertigkeiten freischalten haben 3 Zusatzboni, die man im Kampf auswechseln kann. Das macht das Campen deutlich anpassbarer. Okay, coole Sache. Coole Sache, coole Sache. Wegpunkt festlegen. Space. Geil. Auge Saurons. Okay, und ich wollte trotzdem nochmal schauen mit B, oder? War nicht B eben das Skillmenü? Nee, es ist weg, ne? Kommen wir bestimmt auch so rein. Inventar, Charakter vermute ich. Charakter. Ja, hier haben wir Hinrichten zum Beispiel. Ah ja, das ist hier mit F. Kopf weg, jawohl, aber wir haben eben, was war das? Gewandtheit der Elben. Halte für einen Geschwindigkeitsschub Space gedrückt, wenn du über kleine Objekte springst. Oh, okay, das sah aber sehr schnell aus. Guck mal da. Zack, Junge, hier, Sonic, neuer Trailer leakt, ne? Einwandfrei, okay, ja gut, einige das hier terrorisieren, oder? Warum kann ich mir das nicht angucken? Du hast einen neuen Skin für Talion freigeschalten. Drücke links Shift, um fortzufahren, okay? Okay. Okay, freigeschaltete Skins für Talion können ja ausgerüstet werden. Ausgewählte Skins haben keinen Einfluss auf Talions Waffenbewegung, Fähigkeiten. Skins für andere Charaktere sind ausschließlich kosmetisch. Talions Stimme wird von der Skin-Auswahl nicht beeinflusst. Mit einigen Ausnahmen, Filmsequenzen zeigen Talions Standard-Skin. Charaktere werden diese Änderung in Talions Aussehen nicht anerkennen, okay? Was habe ich denn alles? Was haben wir hier? Ja, das ist ja unser normaler, ne? Dann hatten wir hier so Tod, Zombie. Ein Mädchen. Das ist auch coole Rüstung. Coole Rüstung. Was haben wir noch? Nochmal Mädchen. Haben wir einen Elefanten? Och, gucke. Na, gucke hier, aber 2019 hat wieder zugeschlagen. Möchte seine Charaktere zurück. Okay. Ja, das Celebrimbor, ne? Das finde ich sehr, sehr cool. Oh, Zombie Lady. Das finde ich sehr, sehr cool, dass man hier mit allen quasi spielen kann. Ist natürlich wieder mega blöd. Dass das dann in den Sequenzen und so nicht angezeigt wird, aber ja, dankeschön. Ich wollte hier einfach nur gucken. Terrorisieren kennen wir, Giftranken, mit Grog vergiften kennen wir auch, also viele Sachen, die wir aus dem ersten Teil auch kennen. Gelb ist bestimmt wieder storyrelevant, genau, Elbenwut und so weiter mit dem Zorn, das kennen wir auch. Okay, ja gut, Fernkampf schöner unterteilt hier, ne, Reiter, Räuber, Kampf, sehr schön. Räuber finde ich auch eine schöne Ausdrucksweise.
Guti, gucken wir. Wie wäre es, wenn du ihn deinen nackten Hintern zeigst? Danach schaut er nicht mehr dorthin. Ja, oder erst recht, ich weiß nicht, wie das mit den Orks so aussieht, ne? Oh gut, das wollte ich auch gar nicht, Digga. Aber es muss auch mal geslidet werden, ne? Es muss auch mal geslidet werden, Sivana. Ja, wie gesagt, finde ich unfassbar cool. Vielleicht machen sie auf der BlizzCon einfach. Ne? Wird kein Warcraft 4 geben, sondern in diesem Stil. Oh, gucke. Hey, hier, die Elbenfähigkeit. Weiß ich auch, warum das Pflicht war, die mitzuskillen. Sehr cool. Jo, abkürzen läuft bei mir. Und das wäre cool. Das wäre so, so cool, wenn sie so einen Gamer machen würden. Oder einfach Overwatch mit einem Story-Modus oder so. Wäre ich auch schon happy. Wir sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Okay, halte E gedrückt, um diesen lustigen Kristall wegzubashen hier. Butz! Genau. Für den hellen Herrscher. Alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Okay, ah ja, und jetzt können wir... Können wir nach Sachen suchen? Ah ja, gucke. Und da haben wir eine Erinnerung von Kankra. Ah ja, da sind wieder diese Artefakte, ne? Das können wir uns wieder am Ende dann zusammenklamüsern. Ja gut, ich weiß nicht, ob ich da jetzt jedes Mal alles markiere. Bin mir nicht sicher. Isildin, das waren diese Inschriften, ne? Was ist das dritte, bitte? Und wo ist es? Ich mach jetzt hier so einen Schwenker, weißt du, bis der Kreis kommt. Aber... da ist er. Da unten. Okay. Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches. Und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber. Geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Okay, ja gut, wer einen Sinn jetzt oder einen Grund noch braucht, den Ring zu retten, das ist, ja okay, Hügelgräber. Alles klar, machen wir. Guti, halte E gedrückt, haben wir doch gerade gemacht, oder nicht? Eins von drei gereinigt, sehr schön. Da war noch einer, ne? Wo ist der andere da hinten vermutlich? Gut, gehen wir erstmal darüber. Why not Classic war besser. Gibt zum Beispiel die Auswahl, schneller Macht für Hinrichtungen zu sammeln oder jeden normalen Ork mit einem perfekten Block sofort zu richten. Okay, das eine gegen Bosse, das andere gegen Massenkämpfe. Cool, ja, finde ich sehr, sehr gut. Wieder situativ das Ganze jetzt, ich sag mal, angeglichen wurde, ne? Oh, das war jetzt nicht mein bester Move, kann das sein? Hallo, ciao, ich hoffe, es war nur der. Schatz-Orks, diese Orks tragen wertvolle Beute bei sich, bringen sie zur Strecke, um ihren Schatz für dich zu beanspruchen. Ah, gucke, Diablo hier, oder was? Da ist er. Nee, ist er gar nicht. Wo ist denn hier ein Schatz-Ork? Oder war das gerade der? Nö. Der, ah! Schatz-Orks, okay. Diablo triggert. Zack. Beute her, du Sau. Okay. Sieht aus wie Cash, ne? Ist es Cash? Es ist Cash, okay. Sein Schatz ist Geld, Freunde. Willkommen in der Zukunft. Geile Sache. So, wir könnten jetzt aber auch eigentlich Easy-Mode gehen. Und dann... Ja, erstmal, wir machen erstmal die Augen auf jeden Fall. Sind ja auch Schnellreisepunkte. Wir sind auch genau in der Mitte, ne? Dass wir jetzt einmal von oben komplett hin und her rennen dürfen, Alter. Einmal vor, einmal zurück. Danke für gar nichts. Ich sehe auch keine richtig coole Abkürzung. Über die Dächer, oder? Über die Dächer. Natürlich waren Goldgoblin, so ist es nämlich. Bullias, hallöchen. Grüße, Grüße, Grüße. So, da haben wir auch einen Totenkopf. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie viel ich jetzt hier schon mitnehmen möchte. Wir machen erstmal nur die Schnellreisepunkte und folgen dann unserer Main Story. Alles andere kommt dann, wenn es kommt, ne? Wir erinnern uns. So, ab nach oben. Hier stand auch schon wieder ein Bogenschütze. Das muss so scheiße sein, Junge. Du guckst die ganze Zeit, hältst die ganze Zeit Ausschau. Und dann sowas. Das ist doch ein Kartoffelsack. Okay, jetzt möchte ich schon wissen, warum der Kartoffelsack einen Totenkopf hat. Und warum der Kollege hier Pfeile bewacht. Das ist nämlich der Kartoffelhauptmann. Ja? Kartoffeln. Man stampft sie, man kocht sie, man isst sie und so weiter. Hinweis nachgehen. Ein Vorratslager ist nah. Die Wachen dort werden unserem Ziel nicht nützen. Ach so. Okay. Ja gut, man musste den Bogenschützen halt mit einem Sack Kartoffeln bei Laune halten. Das muss ja, einer muss es machen, Freunde. Durchsuche den Außenposten. Nein, ich wollte doch jetzt erstmal, um Gottes Willen, es schaltet sofort um, ne? Ich wollte doch erstmal meinen Turm hier nehmen. Ja, der Turm ist verschwunden. Der Turm ist einfach verschwunden, Junge, weil ich jetzt den Ork-Hauptmann suche, oder was? Oder können wir trotzdem hoch? Ist alles sehr verwirrend, ne? Es sind 300.000 Missionen in dieser Stadt, Junge. Eben war es nur Rette die Stadt. Jetzt ist es, ja, machen wir noch Auskundschaften und ja, Lager und Kartoffeln wollen wir essen, Junge. Kartoffeln wollen wir auch. Gut, ich kann ihn hoffentlich trotzdem einnehmen. Auch ohne Markierung. Ja, halten
Reinigen, Junge! Sehr gut. Laufende Mission blockt den Turm. Okay. Good to know. Good to know, good to know. Warum auch nicht? Ich komme hier rein. Das Erste, was ich sehe, ist, dass harmlose, friedliche Orks abgeschlachtet werden. Es ist ganz traurig, ne? Es ist ganz, ganz traurig. Da haben wir einen. Ich möchte mehr coole Sachen. So. Ja. Ja. Gottes Willen. Alter, das, also, das ist, das ist gar nicht meins in dem Game. So kleine Feinheiten, Futze da ganz hinten oder was, Alter. Boah. Okay. Ah, schön die Lichteffekte, ne? So da drumherum, das ist schon sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mehrere davon auch noch. Ja gut, ich glaube, Freunde, das ist etwas, was wir uns dann, wenn, am Ende größtenteils angucken werden. Da werden wir jetzt nicht bei jedem Turm, werden wir ja 3 Stunden die Sachen suchen. Das machen wir einmal, um uns das zu vergegenwärtigen, ne? Und dann, wenn wir am Ende wieder Bock haben. Wobei es auch recht schnell geht, ne? Also mit dem Kreis und so, das ist schon machbar. Kann ich bitte wieder raus aus dem Turm? Bitte? Nein? Doch. Du wirst jetzt in diesem Turm bleiben. Okay, na gut, durchsuchen wir den Außenpost, ne? Gucken wir mal von nebenbei, wenn wir schon in der Ecke sind, bevor wir jetzt wieder ans exakt andere Ende müssen. Was geht denn mit euch? Oh, ist das auch so ein Hauptmann? Finden wir es raus, wa? Oh ja, ist es. Schnell, schnell, schnell. Zack. Sehr gut. Ja, so viel dazu. Zack. Komm, bevor er sich vorstellen kann, Natzwar den einfach kaputt hier, die Drecksau. So. Erdolch ihn bitte. Oh Gott, er liegt auf der anderen Seite der Pfanne. So. Das war schön. Scores, Kriegstreiber, Stamm, Bogenschütze. Ja, wie gesagt, ne? Wir nehmen den mit Numinor-Rüstung. Oh, da war noch einer. Ich raste aus. Numinor, das waren doch diese von Minas Tirith, oder? Numinor-Mauerwerk und so. Cool. Oh, das finde ich cool. Leute, wir haben andere Rüstungen, oder? Richtig geil. Richtig geil. Alle Sammelsachen bringen dir jetzt was im Spiel, ob Skillpunkte oder Skills. Ist nicht mehr wie in Teil 1. Ah, wo es nur Story-Inhalte sind. Okay. Good to know. Good to know. Planemic, hallöchen, Grüße. Grüße, Grüße. So, Numenor-Rüstung. Rüstung aus Numenor, ne? Kann man nichts falsch machen mit dem Tooltip. Legen wir an. Sehr cool. Da bin ich großer Freund von. Okay, der ist natürlich jetzt Stufe 5, der nächste. Mal sehen, er ist ja Bogenschütze, aber er ist deswegen noch lange nicht sicher vor Pfeilen. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir schießen auch schneller als er mit seiner Armbrust, ne? Das heißt, okay. Das läuft nicht nach Plan. Ja, ach. Bleib stehen, du siehst, wird er wieder abhauen oder was? Habt ihr gesehen, wie cool ich geslidet bin, Alter? Beste Leben. Was war das? Wirft er Blendgranaten? Was geht denn mit ihm, bitte? Ja, lauf noch ein Stück. Zack. Geil und auf Wiedersehen. Ach, wie schön. Ey, das läuft ja hier in der Stadt, oder? Er läuft ja hier in der Stadt. Es läuft ja einfach nur in der Stadt, Junge. Wahnsinn. So, nehmen wir einmal unseren Mantel. Sehr, bin ich ja ein großer Freund für Junge. Looten und leveln, Alter. Mantel aus Gondor. Schön in Rot, Alter. Richtig geil. Looten und Level muss drin sein in einem Spiel, ne? Das wissen wir. Halt einen Haufen finden, nicht für Gerissenheit. Das war lächerlich. Spielerei. Toll. Das war immer der Sportlehrer, den wir nie hatten, oder? Ja, halt ja deinen geilen Move am Reck nicht für gewitzt. Ja, das war lächerlich, Alter. T-Morg, beste Leben, oder? Beste Leben, beste Leben. So, wir wollten aber trotzdem da hinten hin. Sneaky peeken, das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Ah, wenn wir da direkt auch noch einen Hauptmann finden, dann haben wir direkt mal 3 an einem, weiß ich nicht, Lauf hier. An einem Lauf, ja, das sagt man so. Oh, nee. Lelelele. Ihr seht mich nicht, ich bin nur ein... Alter, der ist ja richtig fett. Guck mal, wie er seine Plauze präsentiert. Bester Mann, Alter. Ich als Ork hier. Richtig gut. Numenor ist Aragorns Volk. Oder Numenora, okay. Und ja, jede Rüstung sieht anders aus. Auch wenn du sie mit Erfolgen verbessern, ändern kannst. Okay, cool. Cool, cool, cool. Finde ich sehr, sehr schön. Also vieles, was uns oder was mir... Ich sage jetzt einfach uns, weil ich keinen im Kopf habe, der geschrieben hat, boah, nö, das ist alles cool so. Nicht gefallen hat am ersten Teil oder was gefehlt hat, das ist jetzt da. Das finde ich sehr, sehr schön. So, da unten ist er doch. Level 11. Org. Org, der Aalglatte. Stets auf der Hut. Okay, das heißt, wir kommen mit Stealth vermutlich auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich Level 11 fighten will. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Wir gucken mal, was da unten abgeht. Vielleicht können wir auch ein bisschen rumtricksen. Beziehungsweise den Wurm vielleicht auch erstmal fragen. Ob wir eine Schwäche haben. Hier hängt ja auch Fleisch für Karagor oder whatever. Da können wir sicherlich... Mal so ein bisschen hier, oder? Den Kollegen Bogenschützen. Aber hallo, let's do it. So, Ork. Okay, Informationen.
Let's go. Bestien, besonders anfällig für Bestienangriffe, Digga. Der Dream. Einfach nur der Dream. Sehr schön. Deinen Kopf brauchst du doch nicht mehr, mein Freund, oder? So möchte ich doch meinen, ganz unauffällig. Wo ist der Verbrecher jetzt hin? Oh, er kommt hier hoch. Ach, scheiße. Wir müssen doch schnell hier mal die Karagor holen. Haben wir noch was zum Freischießen oder so? Da steht noch einer. Kopf bitte. Sehr schön. Da ist ein Käfig, da ist keins drin. Oh, sagt mir nicht, hier kommt jetzt keins. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Das war nicht der Plan, ihr Hunde. Iu, ihr seid ja ekelhaft. Wo ist jetzt die Bestie? Ist sie da? Oh, 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 es ist ein Grauk. Okay, okay, es ist direkt ein Grauk. Unerwartet. Gut. Gut, stört sie bitte in den Kampf gegen den Grauk, mein Freund. Come on. Ah, er traut sich nicht. Warum nicht? Er wirft mit Steinen. Er wirft mit Steinen auf den Grauk, Ehrenmann. Er versucht ein bisschen mitzumachen. Stairs können wir uns klemmen, das wissen wir. Oh, das sind zu viele. Die hauen noch den Grauk kaputt. Nein, mein schöner Plan. Mein schöner Plan. Oder er frisst einen. Aber das reicht nicht. Hau bitte hinter dir hin. Ja. Come on. Hau zu jetzt. Oh, nee. Oh, nee. Gut. Also, das hätte cool sein können. Hätte, wenn und aber, ja. Wie es so ist. Schlechter. Ah, der kriegt auch so wenig Schaden. Oh, Leute, das hätte so schön sein können. Das hätte so schön sein können. Und dann sagen sie einfach, nein, nein, so nicht. Och, Mann. Da finde ich sehr sad. Okay, wir kriegen die vermutlich auch nicht zu den großen Fässern gelockt. Ich sehe auch nicht noch mehr Bestienfutter. Da sind solche Fliegennester. Was ist das da für ein Teil? Ist es doch wieder Futter? Hoffen wir es mal. Wie, das hast du gesehen. Ihr seht gar nichts da unten. Erzählt doch nicht so ein Mist. Was kommt jetzt? Da sind Karagor. Hierher. Hierher, Kitty, Kitty. Kacke, das sind zu viele. Die halten sich alle auf da unten. Ach, Mann. Das ist sehr ärgerlich. Na gut, was soll's. Dann stürzen wir uns jetzt drauf. Und dann gucken wir einfach, was passiert, oder? Dann greifen wir halt so an. Gucken wir, ob wir Level 11 fighten können. Weil die Karagor, die brauchen bestimmt auch noch 7 Stunden, bis die mal hier sind. Oh, sag mir nicht, das sind 2. Oh, ihr seid doch räudig, Alter. Ein Mensch aus Gondor. Warum kauerst du nicht hinter den Mauern deiner verdammten Stadt? We got a deal. Eben, we got a deal, um den Platz zu machen, oder? Group 1 Gaming. Vielen, vielen Dank. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube, wir sollten den noch nicht fighten, Alter. Ich glaube, wir sollten den noch nicht fighten. Uff. Der macht ein bisschen sehr viel Schaden, oder? Und dann auch der andere, der schießt. Ne, Level 11 ist zu krass, Brudis, Alter. Der hat einmal getroffen und hat uns komplett rasiert. Haben wir hier Pfeile? Können wir rumtricksen? Hier stehen sie auch schon wieder. Dass wir vielleicht ein bisschen den Grog da benutzen, wenn sie jetzt hier rumkommen. Aber ist auch so schnell. Gottes Willen. Wir müssen hier dringend aufräumen. Ich weiß nur nicht, wie. Es ist so viel. Zack, da. Bam. Bisschen wenigstens. Vielleicht wenigstens den Sechser oder so. Dass wir wenigstens ein bisschen das Antlitz wahren können. Gottes Willen. Alter. Die sind böse. Die sind sehr, sehr böse. Er haut uns komplett in die Fresse. Er hält mein Schwert fest. Was geht mit denen, Alter? Das ist gar nicht cool. Ich will wenigstens den Sechser haben jetzt. Und es geht nicht, weil sein Arm ihn verdeckt. Ich raste komplett aus. Die anderen rennen hier brennend rum. Wir fighten direkt erstmal 2000 Häuptlinge, Junge. Man kennt es. Weg. Weil die mich verarschen. Oh, sieh ihn dir nur an. Sieh ihn dir an. Sieh die Streitlust, die Stärke, den Hass. Da fuck. Neuer Feind Jäger. Hat er den jetzt vorgestellt oder was? Sind sie ein Komiker-Duo? Oder? Was geht denn hier? Ich glaube, wir rennen. Das ist ein Glückstag, Goob. Da fuck. Denn jetzt bist du die Beute des besten Jägers in Mordor. Möchte vielleicht noch irgendwer mitmachen und mich mit 1000 Orks hier... Ich rolle einfach nur, Junge. Ich rolle in die Freiheit. Hilfe! Zu Hilfe! Alter, was geht denn? Wie viele? Jetzt komme ich hier nicht runter, oder was? Ja, alles klar. Tschüss. Hey, was geht denn hier? Lauf! Lauf schneller! Wow! Wow! Ey... Der Elfer war ja schon zu krass und dann kommen noch 10.000 mehr oder was, um Gottes Willen. Gut, Freunde, wir gucken uns... wir gucken uns den Palant hier mal an. Das war gerade ein bisschen zu krass, also come on, Boys. Ganz Mordor oder alles so, da ist er, Junge. Alle kommen so an. Überfall, ey, was zum Teufel. Wow. Das habe ich von meinem Getryharde, ne? Das habe ich wieder davon. Willkommen zu Crafty Dark Souls auf jeden Fall. Crankban, mein Guter. Crankban wird nun von WhatsApp benutzt. Um Gottes Willen, ganz, ganz dreckig. Vielen Dank für 19 Monate, mein Guter. Vielen, vielen Dank in diesen dunklen Zeiten mitten in Mordor. Gut, wir gehen jetzt erstmal zu dem anderen Turm und dann gucken wir unsere Story-Mission an. Weil ich glaube, selbst wenn wir uns jetzt noch irgendeinen Level 6er oder so suchen, die kleben ja so dicht an dicht hier in der Zone.
Das ist ja komplett geisteskrank, Alter. Das ist ja nur geisteskrank. Wir versuchen uns jetzt hier einfach zu verpissen. Und vielleicht kommen wir irgendwann auch Outfight oder so, aber selbst wenn nicht, guckt euch auch auf der Minimap unten links diese ganzen roten Pfeile an, die nach uns suchen. Das ist wirklich ganz Mordor hat jetzt Bock auf uns, ne? Die haben ihre ganze Schlacht hier vergessen und wollen uns jetzt einfach nur auf den Kopf geben, Junge. Direkt mythisch plus als Tank in Mordor. So, da oben war der andere Turm, ne? Ganz am Arsch der Welt. Kann ich da irgendwie irgendeinen Mark setzen, extra Wegpunkt festlegen, Space? Nö, ne? Da müsste was sein, wenn. Naja, gut, versuchen wir mal mit meinen hervorragenden geografischen Kenntnissen jetzt diesen Teil der Stadt zu erreichen. I'm so excited. Okay, einfach durch das Seil. Uff, Alter. Ober... Bitte nicht. Um Gottes Willen, da sind die Nächsten. Ich will nicht mehr. Mutti. Mutti, rette mich. Das gibt's doch nicht. Feiger Hund, flieht er, Alter. Ja, die andere Option war Axt in den Nacken. Die stehen hier jetzt überall. Wie habe ich mich denn bis eben hier fortbewegt, ohne entdeckt zu werden? Um Gottes Willen, Freunde. Es ist nur krank. Man könnte meinen, diese Stadt wurde von Orks eingenommen, ne? Ich persönlich halte das für üble Gerüchte. Aber es scheint so. Es scheint einfach so. So, da oben irgendwo müsste der Turm sein. Ich genieße es immer noch sehr, wie geisteskrank wir wirklich springen und fallen und sonst was können. Das ist einfach nur wunderschön. Sie sneaken auch hier rum. Geil. Schleichen sie an dem Wagen vorbei, Alter. Oh, der Wagen brennt. Erstmal schöne Brandnarbe in der Fresse beim Schleichen. Beste, beste. Hättest du mal Assassin's Creed gespielt, da könnten wir uns jetzt über Bugs kaputt lachen. Ja, stattdessen fighten wir Orks, ne? Beste Leben auf jeden Fall. Beste Leben. Das Problem bei Unity ist ja, dass die Bugs teilweise auch dafür sorgen, dass das Spiel nicht weitergeht. Das ist halt mega belastend. Das da ist er sicherlich, oder? Oder der da? Wieso haben die überhaupt so viele Türme, Alter? Und nirgendwo ist wer drin. Nirgends ist wer drin. Es ist alles sehr, sehr traurig. Jawohl, da haben wir ihn doch. So. Bitte, Dankeschön. Gucke, ohne Wegmark hier den Weg trotzdem gefunden. Okay, das sieht aus wie eine Arena. Ich fühle mich hier ein bisschen eingeengt. So unbesonnen. So von dir überzeugt. Ja. Die Jugend ist an solchen wie dir verschwendet. Aber du wirst nicht lange genug leben, um das zu verstehen. Okay. Ja, Digga, er haut hier irgendwelche Might Guy-Sprüche von Naruto raus. Okay, der Naruto-Org, die Weeps, Alter, sie sind auch in Mordor. Und vor ihnen müssen wir die Festung verteidigen. Ich hau mal ab, ne? Der war Level 11, wir wissen, was das heißt. Ich will doch nur mein Palantir und ein bisschen mehr Leben wäre auch schön. Ich krieg wieder nichts, ne? Asgard, grüß dich, Hallöchen. Ach man, so, da ist unser Türmchen. Dann hätten wir zumindest das schon mal geschafft, ne? Und wir haben ja auch ein Zeichen gesetzt. Wir haben ja ein Zeichen gesetzt, dass wir nicht gewillt sind, an ihn zu krepieren. Ja, das ist ja auch schon mal viel wert. Das machen die wenigsten, Freunde. So, reinigen bitte. Yeah, cool. Du entkommst mir nicht. Ah, Junge, geisteskrank springen und fallen kann ich auch. Ja, kommt immer drauf an, was vorher im Glas war, ne? Dann geht das auch alles. Dann ist man selber auch so ein kleiner Waldläufer. So, da unten haben wir wieder eine Inschrift und von Kankra irgendwo. Natürlich in der Arena, ne? Wo sonst? Da hinten. So, Erinnerung. Super. Danke, Kankra, für die Erinnerung. Guti, hätten wir das. Wir haben noch Fähigkeitspunkte. Das ist toll, allein für das Entdecken anscheinend bekommen. Dann können wir uns gleich mal verbessern. Hinrichten, aber sowas von, Alter. Hinrichten bei voller Macht mit F, das war ja sowas von meinem Lieblingstrade. Nehmen wir mit. Haben jetzt die angesprochenen Extra-Verbesserungen, ne, wo wir immer schauen können, wie werten wir jetzt diese Fähigkeit noch auf. Und können hier natürlich auch noch weiter skillen. Kritische Treffer, Alter, Boden, Todesstoß, brutale Aggression, Vergeltung, Junge. So, das ist auf jeden Fall mein Skilltree. Coole Sache. Und hätten wir diesen Punkt eben schon gehabt, hätten wir auch unten alle rasiert, Alter. Die hätten überhaupt keine Chance mehr gehabt. Die waren einfach chancenlos, ja, damals schon und jetzt noch mehr. Guti, Schatten der Vergangenheit. Finde Celebrimbors altes Lagerhaus, erkunde die Erinnerungen seiner vergangenen Kämpfe gegen Sauron. Belohnung Elbenwutfähigkeit. Geil, holen wir uns direkt mal. Ich kann dir zeigen, wie du Mordor eroberst, solange Gondor dadurch sicher bleibt. Ja, hoffen wir es, ne? Es bedingt sich ja. Macht. Erfolgreiche Angriffe bringen dir Macht ein. Okay, das kennen wir, ne? Wenn wir Trefferserie und so haben, dann können wir lustige, bessere Fähigkeiten benutzen. Ich glaube, Elbenmacht war dann auch eine davon, ne? Da springen wir so hin und her, kann das sein? Drei Türme ist ein Skillpunkt, siehste? Reine Mathematik, ja, einwandfrei. Einwandfrei. Der Level ist nicht so wichtig. Die Ausrüstung macht deutlich was aus. Derzeit nur normale Ausrüstung weiß. Okay, wir sind hier voll am Scrub sein. Freunde, weg hier bitte bei eurer Hinrichtung. Ich will euch nicht stören. Ihr müsst da nur mal eben runterflitzen. Ich warte eigentlich nur drauf, dass mich gleich wieder irgendwer anschreit, ne? Weil, da. Was ist jetzt hier? Airdrop, Alter? Ihr seid ja heftig. Junge! Ihr müsst hier auf alles aufpassen, ne? Obacht ist geboten in Mittelerde. Obacht ist
geboten. Pass auf, das wird lustig. Stell dir vor, du würdest Far Cry und das Spiel spielen, aber mit getauschten Charakteren. Wow, in den Cutscenes dann. Ne? Schön die Hörtin mit Bart, das muss halt sein. Das muss halt einfach wirklich sein. Nee, ich möchte mit euch, ich wollte hier nur baden, Freunde. Ich wollte hier nur baden. Ich finde das voll schade, dass die Stadt direkt kaputt ist. Ich bin auch immer Freund, mir sowas anzugucken, ne? So ein Rundgang irgendwie, gerade auch durch so prominente Städte, so Helmsklamm, Minas Tirith, würde ich mir auch komplett gönnen, Alter. Könnte ich stundenlang... Oh, da war jetzt nicht meine cleverste Landung. Könnte ich stundenlang rumrennen, mir das angucken, ne? Würden wir sicherlich im Stream nicht machen, aber allein die Möglichkeit zu haben, ne? Da lässt einen nachts auf jeden Fall ruhiger schlafen, deutlich ruhiger. 300 Fuß noch. Und dann haben wir unsere nächste Story-Mission. Die ist verdächtig nah bei unseren Ork-Freunden von vorhin dran. Kann das sein? Ich habe schon wieder so ein bisschen irgendwie Bedenken. Aber die sind bestimmt unnütz, oder? Der letzte Pilger! The fuck? Neuer Feind Karagor. Okay, die kennen wir. Ich dachte, jetzt kommt ein Karagor-Hauptmann oder so. Alter, hatte ich schon Schiss. Vielen, vielen Dank für 6 Monate, mein Guter. Diesen Ork habe ich nur für dich ins Bein gestochen. Ja, ich hoffe, du weißt das zu schätzen. Ich hoffe wirklich, ja, okay, in die Minen müssen wir runter, die wir entdeckt haben. Hallo, ich steche einfach immer mal einen ab und dann rennen wir weiter, oder? Was soll der Geiz hier? Guck mal, der hat eine Bombe fallen lassen. Das ist ja einwandfrei. Religion des Friedens bei den Orks betäubt. Okay, wir müssen dann jetzt hier rüber und runter, oder was? Da, genau, das, was wir vorhin entdeckt haben, ne? So. Oh, kriege ich jetzt Fallschaden? Nee, das wäre auch recht ungünstig gewesen. War irgendwie nicht so der Standard-Jump, den wir sonst hatten. Das ist hier... Okay, ja, das juckt hier gar keinen, ne? Die schießen auf uns, wir starten mal lieber. Schatten der Vergangenheit. Minas Ithil ist berühmt, das heißt später, nur anders, weil Spoiler. Okay, okay, anders, weil Spoiler. Ich meine es schon mal gehören zu haben. So. Schatten der Vergangenheit. Finde Celebrimbors altes Lagerhaus, erkunde die Erinnerung seiner vergangenen Kämpfe gegen Sauron, Belohnung, Elbenwutfähigkeit, Fähigkeitspunkt und so weiter und so fort, je nachdem, wie gut wir uns anstellen. Legen wir los. Vergangenheit. Cool. Dachte, wir kriegen eine Sequenz am Arsch, ne? Stadt ist irgendwie unter Belagerung. Wir schleichen uns erstmal in alte Grabeshöhlen rein, die Hügelgräber. Unter der Erde. Überraschen, ja. Ist halt schon eine feine Architektur, oder? Und da bin ich echt Freund von so. Ich habe da wenig Ahnung von. Ein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Aber ich sehe es gern. Dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat. Ja. Ja, denn in den Gräbern, da hat Sauron nicht zu schaffen, ne? Der alte Hund. Schön, da sind wir. Oh! Gucke. Ja, darum kommt hier keiner rein, ne? Geheime Steinwand. Kommen nur wir mit unserem Halbelben-Gelöt im Nacken rein. Das sah verdammt cool aus. Vor langer Zeit marschierte meine Armee gegen Mordor. Wir begruben unsere Gefallenen in Hügelgräbern. Unsere stärksten Krieger ruhen in diesen Hallen, geschützt durch mächtige Magie. Und wir nutzten all unsere Künste, um die Kräfte der Elben in der Schlacht einsetzen zu können. Und du hattest den einen Ring? Ja. Und mit ihm schuf ich eine Armee. Ich führte den Sturm gegen Sauron. Yeah. Oh. Oh, das ist cool. Okay, wir spielen jetzt die Szene, um die Fähigkeit zu lernen. Das ist ja geil. Das ist wie bei Witcher, ne? Wenn man immer mit Ciri so im Wechsel war und so weiter. Ziemlich nice. Ziemlich, ziemlich nice. Ben, für dich habe ich keinen verkrüppelt, ne? Digga, doch. Es waren nämlich alle davor. Es waren einfach alle. Ich konnte gar keinen einzelnen raussuchen. So. Oh, wollte ich gar nicht. Wir haben unsere Ork-Armee hier. Und wir töten Feinde, um Zorn zu erhalten. Machen wir, sollten wir hinkriegen. Oh, schön hier mit dem Elben, Junge. Rutz, Rutz. AE, Bruder. Sehr, sehr cool. Okay. Bam, Junge. Okay, jetzt haben wir unseren Zorn soweit aufgebaut. Erreiche vollen Zorn, bevor die Zeit abläuft. Haben wir doch, oder nicht? Gottes Willen. Töte Feinde, um Zorn zu erhalten. Wir haben doch eben schon geleuchtet, wie so ein Weihnachtsbaum hier. Zack. Junge, die fallen aber auch schön um, oder? Wie wir hier cleaven, Alter. Butz, Butz, Meerzorn, zack. Sehr, sehr schön. Okay, da kommen noch mehr. Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt irgendwas Spezielles drücken hier extra schon in der Zwischenzeit? Ich habe leider absolut keine Ahnung. Weil es steht ja nur Töte Feinde, um Zorn zu erhalten, ne? Ich glaube, das machen wir gerade ganz gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwas schon machen könnte.
Blaue Leiste ist Zorn, Orange ist Macht. Ah, okay. Gut to know. Mal sehen, ob ich da immer in so einem Gewusel auch ein Auge drauf haben kann. Feinde mit Elbenwut. Ja, wie, Alter? Hä? Wo waren das? Mit R oder so? Wieso steht das da unten nicht nochmal extra? Krieg ich so einen Hals. R, F. Nee, F war Execute. Drücke 5. Jetzt steht's da erst, oder was? Wow. Okay. Ich dachte, wir haben die ganze Zeit schon voll, aber es war anscheinend ein Fehler. Drücke 5 für Elbenwut. Okay. Jetzt haben wir natürlich sicherlich auch unsere eigenen Soldaten damit abgeschlachtet, ne? Mal sehen, ob das jetzt noch so einfach ist, wie ich mir das eben erhofft habe. Hier, so, 5. Okay. Zack. Halte links gedrückt. Jetzt springen wir echt einfach hin und her? Alter. Okay. Heftig. Ja, genau so, ne? Nur nicht ganz so schön grafisch in Szene gesetzt. Ah, krass, okay. Dann müssen wir links smashen und dann quasi springt er von neben hin und her. Okay, krass. Sehr cool. Neue Ring. Unser Ring. Trägt kein Zeichen seines Schattens. Er ist perfekt. Sehr coole Einlage von Story-Gameplay-Verbindung hier. Nice, nice. Alternativ geht unendlich F drücken für Hinrichtungen. F kostet mehr Elbenwut als Pfeile ballern. Okay, ja, good to know. Danke, danke, danke. Grun, hallöchen. Grüße, Grüße. Schatten der Vergangenheit. Ja, scheint soweit alles funktioniert zu haben. Fähigkeitspunkt, yay, Schatten der Vergangenheit. Erlebe die Geschichte des ersten Krieges um Mordor zwischen Celebrimbor und dem dunklen Herrscher, indem du die Auftragsreihe, keine Ahnung, Helm, Schatten der Vergangenheit abschließt. Für das Abschließen aller Aufträge erhältst du die... epische Waffe, Rune des hellen Herrschers. Für das perfekte Abschließen aller Aufträge erhältst du den Hammer des hellen Herrschers. Ah, dann kriegen wir seinen Schmiedehammer, ne? Cool. Der Ring bleibt vorerst verloren. Doch den Palantir können wir schützen. Dann gehen wir zur großen Halle. Idril ist dort. Vielleicht kann sie uns helfen. Das verunsichert mich hier gerade, das Feuer irgendwie ein bisschen. Aber du, wir lassen es ziehen, ja? Feuer ist auch immer ein Freigeist. Das ist immer ein Freigeist. 6 Runen der Zone sammeln, dann hier in der Gruft die Tür aufmachen. Gibt's. Ah, okay, dafür sammeln wir die Runen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Perfekter Konter. Gut abgestimmte Konter schlagen Feinde nieder. Drücke dazu rechts, wenn die Eingabeaufforderung blau aufblinkt. Blau aufblinkt? Okay, da. Ah, okay, kapiert. Kapiert. Ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, ne? Explodieren lassen. Schattenangriff explodieren zu lassen. Okay, können wir uns gleich ranporten. Dolche werfen wir immer nicht mal ins Karagor-Reiter. Üff, wie es so ist. Das sind unsere Story-Sachen sicherlich. Geschichte genau. Ja, gehen wir hier oben erstmal weiter. Perfekter Konter. Boom, Digga. Einfach mitgenommen. Einwandfrei. Okay, sehr, sehr cool, dass wir das dann so kombiniert haben jetzt. Ah, sieht auch krass aus, ne? Diese Statuen hier immer. Ich finde die Rüstung ja auch mega geil. Früher gute alte Herr der Ringe-Schlacht und Mittelerde-Zeit, ne? Das war auch immer richtig krass mit den Elben. Schön aufwerden und ab dafür, ja. Einwandfreie Sache, Freunde. Einwandfreie Sache. Isildentür. Diese Tür ist durch einen Isilden-Inschrift, durch eine, ich wollte gerade sagen, versperrt. Genau, das ist das, was du meintest, ne? Kehre mit ihm zurück, um das uralte Gedicht wiederherzustellen, Artefakte im Innern an dich zu nehmen. Können wir uns nicht einfach vorstellen und irgendwie Freund sagen oder so, so Gandalf-mäßig? Das wäre bestimmt auch voll toll. So, Ruth, starten. Weiß ich nicht, wollen wir das machen? Bin unsicher, ich will eigentlich Main Story erstmal ein bisschen, ne, mit der Stadt hier verteidigen. Moin, Jinsu, hallöchen, was anderes, ich wollte dir mal ein dickes Danke sagen. Ich meine, du weißt davon nichts, aber vor ca. 1,5 Monaten ist mein bester Freund, den ich, by the way, seit dem Kindergarten kenne, bei einem schlimmen Unfall, wo er auf dem Fahrrad von einem LKW erfasst worden wurde, ums Leben gekommen. Das hat mich mega runtergezogen und mich seelisch echt zerstört, aber deine täglichen Streams haben mir echt geholfen, wenigstens ein paar Stunden am Tag auf andere Gedanken zu kommen und ab und zu leider abgeschnitten von Twitch da wieder. Ich hoffe, abschalten zu können, mein Guter. Das ist unfassbar schlimm. Das ist unfassbar schlimm. Kann mich da Ben nur anschließen. Und freut mich natürlich unglaublich zu hören, dass ich dir da irgendwie ein bisschen Kraft, ein bisschen Ablenkung geben konnte. Und ja, wünsche dir in dieser Zukunft auch weiterhin das Beste. Ja, in dieser Richtung. Ah, mies, Mann. Mies. Auf jeden Fall. Wir schauen uns Roos an.
Wir schauen uns Rus an. Erlebe die Macht und den Zorn. Ach so, das sind jetzt die Herausforderungen, die wir quasi immer wieder machen können, um hier diesen Goldstatus unterzuholen. Es ist das, was wir eben hatten. Und vermutlich heißt das auch nicht Rus, aber ich spreche es einfach so aus. Jinzu, vielen Dank fürs Teilen dieser heftigen Geschichte auf jeden Fall. Vielen Dank, Mann. Ich möchte eigentlich, ja gut, ich wollte es eigentlich umgehen, aber die wittern uns ja, ne? Da ist eh nicht viel mit Sneaky Peaky. Bam. Oh! Okay. Der Random-Schlag, der war am besten. Boom, Junge, in der Luft. Sehr, sehr schön. Ich will immer noch mit Shift sprinten, ne? Was ist mit Leertaste? Deswegen schleiche ich immer erstmal, ne? Ich kenne diesen Ort. Ich kämpfte hier vor langer Zeit. Er scheint nun ruhiger. Ja, richtig ruhig, ne? Wenn man natürlich die ganze Zeit nur in der Höhle sitzt, dann ist der Ort auch plötzlich ganz ruhig geworden. Das ist wohl wirklich wahr. So, liebe Leute, wir können hoch. Wir haben ja jetzt den einen oder anderen Hauptmann zerlegt, die anderen sehr wütend auf uns gemacht. Wir haben die Türme, wir haben die Elbenwut, wir haben die Erinnerungen. Und ja, könnten jetzt quasi die ganzen Bonis hier erstmal noch sammeln, freischalten. Ich würde aber gern erstmal gucken. Hier hüpf. So, oh, schöner Torbogen hier, nur ohne Tor. Junge, wie wir hier auch hochklettern, ne? Wie es da oben jetzt weitergeht. Mit dem entsprechenden Main-Aspekt. Aber finde ich sehr cool, wie sie es hier mit der Ausrüstung doch ein bisschen umgemünzt haben. Und es eben nicht nur komplett auf diese Runen ging. Das fand ich ein bisschen, naja, nicht zwangsweise umständlich, aber es war erstmal ungewohnt, das System. Na? Von daher finde ich sehr, sehr cool, dass wir das jetzt hier so kombiniert haben. Wie weit wir springen, Alter, diese Elbensprintfähigkeit. Holy fuck. Elben sind bessere Menschen, ne? Das wissen wir. Hallo? Nein, werden wir nicht. Vor allem sie chillen da und talken. Denk an deine Stadt. Deine Familie. Genau daran denke ich doch. Ja, das sehe ich, dass ihr nur an eure Stadt und eure Familie denkt. So, der Soldat da. Es tut so weh. Ja. Och man, super. Cool, läuft bei den Menschen hier. Die Wachen auch keinen Bock, ne? Irgendwie so loyal zu den Kollegen, Bruder. Das ist gar nichts für die, ja. Das ist gar nichts für die. Der sehende Stein. Minas Ithil wird belagert. Findet den Palantir, bevor die Stadt fällt. Ja, gucken wir uns das an, würde ich sagen. Nazgul? Oder? Irgendwie so Geister, Hexenkönig, Krone-Cosplay hier am Sizzle? Bin ja sehr gespannt. Wir gucken mal. Jede Fähigkeit schaltet eine neue Celebrimbor-Mission frei. Nicht alle auf dieser Map. So gibt's immer eine Übungsrunde. Cool. Sehr, sehr cool. Uns bleibt keine Zeit. Wir können nur das Nötigste mit uns nehmen. Wir nehmen alles mit. Idre, es müssen Opfer gebracht werden. Ich werde unser Vermächtnis nicht der Furcht opfern. Hey da, wer bist du? Baranor, das ist der Waldläufer, von dem ich dir erzählt habe. Hi. Du hast für Minas Ithil viel Blut vergossen. Wir kennen nicht mal deinen Namen. Talion. Gondor dankt dir, Talion. Doch wir brauchen alle Krieger vorn am Tor. Nein, die Uruks wollen den Palantir und werden alles tun, um ihn zu bekommen. Wo ist er? Mein Vater hat ihn versteckt. Nichts ist sicher, ob versteckt oder nicht. Die Uruks werden die ganze Stadt auseinandernehmen, um ihn zu finden. Die Lage ist verzweifelt. Doch wir geben nicht auf. Wir werden standhalten. Wir müssen. Jo. Weil er hat ihn versteckt. Was eine Ansage. In der Schublade bei den Schlüppis, Alter. We got a deal. In Deckung! Auf zum Tor! Ich muss das Tor schützen. Ja. Sie sucht immer die Action, ne? Sie ist ein bisschen irgendwie auch suizidgeil. Tolle Sache. Jinzu, mein Guter, vielen Dank für 3 Monate, Mann. Vielen, vielen Dank. Dickes, dickes Danke. Der Rest war nur, sollst du bleiben, wie du bist. Bist ein dufter Typ. So, aber du weißt, Regel Nummer 1, so ist es. Vielen Dank, mein Guter. Vielen, vielen Dank. Guti, wir werden bombardiert. Oh, 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 zurück, Digga. Uff. Das hätte doch jetzt doll ins Auge gehen können. Ja, kommt das auch irgendwann an hier, das Geschoss? Jetzt ist er noch... Ganz seltsam irgendwie. Ganz seltsam. Wir bombardieren 2-mal hintereinander die exakt selbe Position, Boys. Um die Gegner nicht nur zu töten, sondern ihre Leichen zu töten. Ja. Wir töten die einfach für immer, für die Schlüppis. So. Halte das Tor. Hallo. Ich bin der Neue. Oh, schön. Sie decken ihre Flanken, ne? Und danach wird flankiert, Boys. So sieht's nämlich aus hier bei den Kollegen. Schöne Sache. Okay, das war ja jetzt nicht so schwer. Das war erst der Anfang.
Es werden weitere kommen. Wir müssen herausfinden, womit wir es zu tun haben. Hier entlang. Yeah, hier entlang. Wenn in diesen kleinen Zwischensequenzen rangezoomt wird, sehen sie immer alle ein bisschen degeneriert aus irgendwie, ne? Dort können wir die gesamte Unterstadt sehen. Ganz Unterstadt. Ey, ihr Junge! Ich denke so, rennt zwar den NPCs hinterher, die werden schon wissen, was sie machen in ihrer Stadt. Und er so komplett, Bruder, ich bin der Kotenschwarze, ich muss mich opfern. Bam, komplett ins Feuer rein. Geil. Richtig geil. Alter, wo kommen die denn jetzt her, die neuen Belagerungsviecher? Die waren doch vorhin alle platt, als wir da lang gelaufen sind. Meine Güte, wir sind echt ein bisschen nah an Mordor, ne? Nachschublinien, Sache von Sekunden, Alter. Sache von Sekunden. Oi! Krass. Die Stadt hält nicht mehr lange. Ich übernehme die Belagerungsbestien. Baranor und ich kommen hier zurecht. Digga, können wir die kontrollieren? Vernicht die Belagerungsbestie. Eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden. Tatsache. Trifft die Schwachpunkte. Oi, okay. Peng. Peng. Gebrochen. Yes, 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 yes. Okay, jetzt muss ich da nur schnell rüber. Und das möglichst eben. Hallo, ihr seht mich gar nicht. Ich bin gar nicht da, Freunde. Ich bin gar nicht da. Übernehmen wir einfach das Vieh. Ist das geil. Schön. So. Let's go. Zack. Und den Ork da drin, den morgst du mal kurz ab. Cool. Ja. Kriege ich ein Ach, gucke. Okay. So, bam. Geil. Butz, Junge. Was für Belagerungsbestie, Amena. Bam. Feuersteine. Das ist ja cool. Was von der WoW-Daily. Oha. Mach ich kaputt, Bruder. So, ich bin hier die Bestie, Alter. So, komm, weiter. Das ist ja geil. Und tschüss, nichts mit Bestien hier. Bumm. Cool. Da bin ich großer Freund von. Wir sind ja auch die übelste Geheimwaffe, ne? Rechne es ja nicht mit, dass auf einmal dieser Grabwandler, Waldläufer, was auch immer wir für einen Namen hatten, ja am Stisse ist und erstmal alle übernehmen kann von deinen Truppen. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Ja, würde ich auch gerne mitnehmen, ne? Aber wir müssen sie leider töten. So, erstmal abschnallen hier. Zack. Ui. Weil mir ist es halt einfach ein Grauk, oder? Das sollte helfen. Schön. Ja, neue Fähigkeit Schattenspringer. Drücke für einen Doppelsprung beim Springen Space. So kannst du weiter Abstände überwinden. Oder im Sprung die Richtung wechseln. Du kannst dies auch nach dem Sprung von einem Vorsprung einsetzen. Okay. Cool. Erreiche die Belagerungsbestie vor Ablauf der Zeit. Na gut. Ja, dann müssen wir nur mal, ne? Ui, okay. Cool, cool. Interesting. Hoffe mal, das kriege ich trotzdem noch hin. Doppelsprung, Bruder. So, weiter geht das. Weiter geht das Lustgespiel hier. Zack, zerab, runter, rüber, springen. Gottes Willen, 30 Sekunden, Alter. Auf Zeit, ne? Kann ich auch im Plus machen. Wahnsinn. Okay, da hinten ist es schon. Zack, cool. Digga, was sie hier gemacht haben mit dem Game, ne? Die ganzen Optionen. Es war trotzdem ein bisschen knapp so. Ich hätte am Anfang vielleicht nicht so viel rumsitzen sollen, um ehrlich zu sein. 10 Sekunden, Digga. 10 Sekunden, das wird, glaube ich, ein bisschen zu knapp. Ich glaube, das dürfen wir nochmal machen. Oh, doch nicht. Reicht schon. Okay. Das ist schon erreichen, alles klar. So, mein Freund. 1, 2, easy mode, Bruder. Aimbot ist an. Was los? Cool. Finde ich sehr, sehr schön, wie ja echt die Optionen weitergedacht wurden. Schmelke, Kohoho, Hallöchen. Grüß euch, grüß euch. So, übernehmen, liebe Leute. Du bist jetzt meine Belagerungsbestie. Yeah. Aber krass, was sie auch bauen, ne? Dafür, dass es Orks sind. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir komisch. Müssen den Palantir bergen. Oh nee, da ist auch einer. Uff. Butz, Junge, die bombardieren die arme Stadt hier. So, du musst weg. Und du musst weg. Einwandfrei. Und jetzt 80. Eben mussten wir 60 töten, jetzt 80. Muss man sich geben, es werden einfach auch mehr, die wir töten müssen. Guckt euch an, da unten die Ameisen. Bam. Sehr schön. Ja, das ist jetzt meine Bestie, ne? Ist das mies, wenn du denkst, du bringst jetzt deine heftigsten Truppen. Und dann werden die halt einfach übernommen. Das ist so mies. Es ist super genial, ne? So, es ist super genial, die Taktik, aber. Was willst du machen? Eigentlich kann man per Bogen, also Schattensprung, übernehmen beim Anvisieren. Muss man gucken. Ach so, ob man das erst skillen muss oder ob das so geht. Stimmt. Ja, ich erinnere mich. Muss ich mal checken beim nächsten. Wenn es einen nächsten gibt. Guti, haben wir fertig. Und ab dafür. Finde es auch cool, wenn der jetzt versteinert, der gute Mann. Oder die gute Frau. Keine Ahnung. Gehen wir spontan davon aus, dass sie männlich sind. Vorerst. Ein weiterer Angriff wird sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück. Nach Idril und den anderen sehen. So, cool.
Sehr, sehr cool. Twitch sagt mir jetzt, dass du streamst. Oh. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Ja. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht. Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ist das Anduin? Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Aber falls nicht, dann siegen wir. So. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Okay, cool. Ich find's auch schön, wie er diese kleine Statue mitgenommen hat, ne? Er ist einfach Fan von der Statue, Mann. Beste Leben. Beste Leben, der sehende Stein abgeschlossen. Fett EP, Fähigkeitspunkt erhalten. Läuft bei uns Kohle, Cash, EP, alles da, Junge. Alles da. Talion Stufe 3. Du hast viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankra zurückkehren. Ich brauche Antworten. Yeah. Oh. Cool. Neues Gebiet freigeschaltet. Okay. Krass. Schnellreisearmee, neues Gebiet freischalten. Ja. Heftig. Das ist ja cool gemacht mit der Map. Das ist ja richtig cool gemacht. Darky, hallöchen. Grüß dich, grüß dich. Klinge in der Dunkelheit. Hier verfügbar. Cirith Ungul. So spricht man es überhaupt nicht aus, ne? Cirith Ungul. Keine Ahnung, Alter. Ach, Herr der Ringe-Aussprache, ne? Bruder, fast so gut wie mein Englisch. Drücke 2 für eine Schnellreise zum nächsten Ziel. Drücke Escape zum Verlassen. Ja, ich weiß nicht, will ich da jetzt direkt hin? Kann ich jetzt 2 drücken? Reise bestätigen. Möchtest du das Gebiet aussuchen? Ja, hier, mein, wir könnten jetzt hier noch Sachen sammeln, aber wir können ja vermutlich auch hin und her reisen, wenn wir jetzt Bock haben, ne? Von daher, Freunde, komm. Erster Stream, wir loten erstmal aus, was geht, ne? Wir loten erstmal aus, was geht. Gut, das sieht weniger angenehm aus, ne? Das sieht schon ein bisschen architekturmäßig belastend. Oh, die sind auch schön hier, die 3 von der Tankstelle, ne? Man sieht genau, wie da die Intelligenzquotienten verteilt sind. Schön. Einfach schön, oder? Unsere Orks und Uruks. Richtig Bock. Oh, noch besser. Guck. Familientreffen hier heute. Ladebildschirm denkt sich auch so, Bruder, mache einen auf Dalaran. Es schneit. Hinter feindlichen Linien. Klinge in der Dunkelheit. Die Armeen von Cirith Ungol sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankra hat Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Cirith zieht zurück und zerstöre Saurons Armee von innen heraus. Und wir haben Außenposten. Wir können feindliche Außenposten außer Gefecht setzen, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet herabzusetzen. Besiege dazu den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Okay. Thanks for Info. Ja, neue Aufträge verfügbar. Okay, halte E gedrückt, Wurm zu verwirren. Gut, wir sind jetzt in einer neuen Zone, wir skillen erstmal und gucken uns dann hier um. Für einige deiner Fähigkeiten sind Verbesserungen verfügbar. Jawohl, das ist das, was wir vorhin schon erklärt bekommen haben. Erhalte jedes Mal Macht, wenn du im Kampf Schaden erleidest. Okay, das ist jetzt not bad, aber eigentlich ja etwas, was wir grundsätzlich sowieso vermeiden wollen. Ne? Insofern glaube ich, wir skillen auf jeden Fall erstmal Crit mit. Aber zum Beispiel, wir sehen hier, wir haben hier, ich nenne es jetzt einfach mal Sockel. Ja, WoW-Spieler-Jargon, Bruder, schön die Sockelmöglichkeiten. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, das ist natürlich auch not bad. So, hatten wir jetzt noch irgendwelche neuen Sachen bekommen? Nee, ne? Das hielt sich hier alles, glaube ich, in Grenzen. Wir haben ja auch nichts gekillt. Nee, wo sollen wir es groß herbekommen haben? Guti, da sind wir. Da hinten haben wir Klinge in der Dunkelheit als neuen Auftrag. Und haben hier jetzt auch wieder eine völlig neue Map. Boah, wie viel hier wieder ist, ne? Wie viel da wieder zu tun ist, wie weit wir rausscrollen können, Junge. Ist das nicht Minas Tirith sogar? Minas Tirith, ja. Cool, die weiße Stadt. Ja, kennst du sogar. Was ist das, aus Gilead dann? Kann das sein? Ja, ey, das ist hier nämlich, ne, mit Faramir und so gewesen. Cool, mit dem Fluss dazwischen, hier mit Gosmog und so, wo sie durchmarschiert sind. Cool, das also mit der Map, das finde ich ja mega geil.
Das finde ich ja sowas von mega geil, hör mal. Was haben wir noch? Hier müsste doch dann irgendwo... Haben wir auch Schicksalsberg und sowas? Ist das hier so ein Gelöter? Nee. Oder? Nö, das ist irgendwie... Das ist irgendein Sauron-Cosplay-Turm oder so. Cool. Sehr, sehr cool. Wie weit wir auch scrollen können hier, Junge. Finde ich sehr cool. Finde ich sehr cool. Okay. Ja, gut. Schauen wir uns hier erstmal unsere Mission an. Skillers mit dem Schaden. Bei dir ist das dann schon wichtig. Danke, Herr Voidlord, für dein Vertrauen in meine nicht vorhandenen Fähigkeiten. Gut, wir checken erstmal wieder Main-Mission. Was bist du denn? Junge, er ist erstmal nackt. Hier hat eine Wette verloren, oder was? Dann haben wir auch gleich einen Grauk. Ja, der sieht mich jetzt auch direkt, oder was? Neuer Feind, Grauks. Grauks sind furchteinflößende Bestien, die nur mit anhaltendem Kraftaufwand zu Boden gebracht werden können. Lande bei brüllenden Grauks einen Kopftreffer mit einem aufgeladenen Schuss, um sie zu betäuben. Ja, erinnern wir uns natürlich an unsere coolen Jagd-Sessions mit unserem Zwergenfreund, ne? Das war natürlich immer cool. Und ich muss an ihm vorbei, ne? Es gibt gar keinen Weg drumherum, Alter. Dann versuchen wir ein bisschen zu sneaken. Hier ein Flitzer, Junge. Geul. Ein geiler Flitzer, Alter. Wahnsinn. So, die anderen haben Rüstung an. Keine Ahnung, was gerade mit dem war. Ob das irgendwie der Nudisten-Clan unter den Orks hier war. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen da rein oder müssen wir hoch? Da ging es ja jetzt auch so höhlenmäßig rein, wie in so einen Minenschacht. Ja, absolut keine Map-Awareness. Null. Ghule? Ja, Ghule hat man gerade schön hören können, ne? Wie sie da aus dem Boden wieder gebrochen kommen. Einwandfrei. Einwandfrei. Traumwölke, grüße ich, Only One Hook, Hallöchen. Wir sneaken hier gerade rum. Oh, hier haben wir Informationen liegen. Ja, die nehmen wir natürlich mit, Alter. Da lesen wir einmal rein. Und können wir uns den Obersten angucken? Nee, ne? Das geht nicht, oder? Schade. Du, ja komm, nehmen wir den, der hat eine Krone auf hier. Krosch Karagor Schlechter. Okay, er sieht jetzt nicht so nett aus. Das ist so ein bisschen der bei Familienfesten so der Alkoholiker-Onkel, der ganz hinten in der Ecke sitzt, ja. Aber gut, anfällig gegenüber Schleichtodesstößen ist natürlich eine gute Info für uns, sollten wir den sehen. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Das war ja immer das Geilste, ne? Wenn wir uns voll auf den epischen Kampf vorbereitet haben im vorherigen Teil. Und dann stürzt mich von oben drauf und One-Hit, Alter. Einwandfrei. Ja, wir müssen tatsächlich noch richtig rein hier in die Höhle. Also ist der Ork du, Kellanas, in ein paar Jahren. Ja, in ein paar Jahren. Aktuell bin ich in keiner Onkelrolle zu finden, ja. Ich bin der alkoholsüchtige Typ, der einfach da ist. Ja, das braucht noch ein bisschen. Der Nudisten-Clan. So wird meine Gilde heißen, oder? Man muss ja wissen, woran man ist, ja? Man muss sich da und darf sich da ja auch selber nichts vormachen. Haut ihr jetzt ab, oder was? Nicht, dass die Hilfe holen. Einmal schön den Arsch geschossen. Guck mal hier. Saftig zwischen die Backen, Junge. Da hätte ich aber auch so einen Stoß nach vorne gemacht hier bei so einem Schuss. Geile Sache. Bonsai Buchsbaum, grüß dich. Solange es nicht der Onkel ist, der nachts etwas zu nett zu einem ist. Nee, ich hoffe nicht, ne? Er hatte auch keinen Gürtel um oder so, mit dem man da geschlagen werden könnte. Insofern keine Panik. Guti, nächster Auftrag. Klinge in der Dunkelheit. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite, aber vielleicht können Krankrakrakras Visionen dich leiten. Genau die. Let's go. Bock auf Visionen. Okay. Oh! Das ist nicht Kankra. Jawohl. Gollum, Junge. Er saved uns einfach. Alter, RIP Gollum. Das war's mit der Main Story. Einfach enorm gegen die Wand geschmissen. Neuer Feind, Olokai, Kriegstrolle. Olokai sind zähe Kämpfer mit mächtigen Angriffen. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren. Aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du Space drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchzurutschen. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer oder durch einen perfekt abgestimmten Konter betäubt werden. Lass der Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte Linkssteuerung gedrückt, um auf dem Olok aufzusitzen. Tippe mehrmals links, um ihn schnell auf den Rücken zu stechen. Bewege WASD, um ihn in seine Kameraden laufen zu lassen. Krass. Okay. Krass, krass. RIP Gollum. Ne? Okay, dann grüß dich. Okay, wir sollten dann jetzt schnell betäuben mit einem schönen Kopftreffer, Junge. Und jetzt richtig... Nein, nicht... Ach, Mann, du solltest nur schnell ranlaufen. Toll, die Neid, Alter. Mache ich das einfach nochmal. Pass auf. So, Kopftreffer und wir sprinten jetzt nicht. Wir schlagen einfach nur zu, Junge. Oh, gucke. Sah nicht, Alter. Sah nicht. Er hat überhaupt keine Chance. Er... Okay. Haben wir mir schwerer vorgestellt, den Fight? Oh. Wie auch schön wabbelt beim Zusammensacken, Alter. Sehr schön. Ja gut, war jetzt okay. War jetzt okay. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede.
garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Uha. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Richtiger Gruppenarbeitssatz in der Schule, ne? Kannst du die Gruppenmitglieder nicht immer aussuchen? Geil. Zeigt schnelleren Weg. Ja. Gollum, schieße Ghuleier ab, um Ghule anzulocken. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Immun gegen Sonnenlicht? Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So. Du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? So. Es bleibt abzuwarten. Schön, oder? Richtig toller Typ. Der Eierschlitzer. Man kennt ihn. Ich habe Angst, mich anders zu bewegen als so schleichend, weil dann wieder 700 Ork-Häuptlinge und sonst was auf mich zugestürmt kommen, ne? Verbündetes Volk Gollum. Geil, auch so am Laufen, weißt du, auch als Krieger beim Chargen sprintest du so auf allen Vieren, so mit so einer Kopfnuss. Ah, danke für nichts, ne? Ich bin einfach zu cool, um mein Schwert mit zwei Händen zu führen. Ja, Mann, ich bin so strong, weißt du, ich brauch das gar nicht, Digga. Ich genieße da die Freiheit mit meiner einen Hand und mit der anderen. Ah, Bruder, was geht? Was man halt so macht dann, ne, mit der freien Hand. So, hier sieht's doch. Wollte ich sagen. Okay, können wir vielleicht nochmal rennen? Ja, nehme ich für 1,5 Sekunden. Wieder in der Spinnenhöhle. Oh, Junge, es ist so ekelhaft. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Wie talkst du eigentlich mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Uff. Sie hatte aber auch Blaselippen, Alter. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Er auch. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Okay. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja. Ja. Oh, schön, wenn man sich an solchen Sachen erfreuen kann, ne? Diese Kankra durfte mich gerne einspinnen, Kloa, oder? Der Dream, Alter. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Eine Morgul-Klinge. Ja, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah.
hier lang. Ja, hier sind ja auch schon alle tot, ey. Gollum, richtig guter Fährtenleser, Junge. Okay, Ghule, die sind beschäftigt. Gollum, beweg dich bitte ein Stück weiter, Mann. Hier ist alles voll mit Feinden. Hier wird sogar einer schon aufgefressen bei lebendigem Leibe. Ah, da habe ich Angst. Da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Du hast Angst, so wie der Hauptmann. Okay. Fliegen für euch. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du, du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Okay, die sind so in Panik, die sehen uns gar nicht. Sehr, sehr cool. Ja, auch. Der Leibwächter war in der Nähe, ganz sicher. Okay, finden das Opfer des Meuchlers? Das heißt, wir suchen eine Leiche? Oder folgen wir der Fußspur jetzt? Oh. Ja, liebe Leute, ihr wusstet es vielleicht nicht, aber ich bin einer der größten Pfadfinder, die je auf dieser Welt wandelten. Ah, das ging jetzt erschreckend schnell, ne? Das ging jetzt erschreckend schnell, da könnt ihr euch mal was abgucken hier, so. Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Uha. Ja, schneller. Wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Wenn okay. Der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Irgendwann uns. Achso. Ja. Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Uff. Ghuleier. Yay. Richtig lecker, Junge. Richtig, richtig lecker. Ah, Bolger, Kantras, hallöchen. Wir folgen gerade Gollum und unsere Schuhe werden dreckig, ne? Darum gehen wir hier auch durchs Wasser mal kurz. Alter, wie läuft er? Ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr wo genau. Wir sind nah dran. Ihr findet ihn. Ja, ich finde ihn schon. Da hinten irgendwo bei den Ghuleiern. Also Gollum ist gerade so gelaufen wie ich in M+, wenn ich irgendwie vorgehen soll in einer Random-Gruppe als Tank, Alter. Und ich weiß, wo es gerade lang geht. Oder Kronsteig, falsche Tür oder so. Ja, sich belassen. Oh, hier haben wir was zum Sammeln. Gondor-Artefakt. Okay. Können wir wieder drehen? Ich glaube, dieser Teller wurde von Ostlingen gefertigt. Die Art des Materials und die Verzierungen sind mir und jedem, dem ich ihn zeigte, unbekannt. Ich weiß, dass die Ostlinge von jenseits des Meeres von Runen nie Freunde Gondors waren. Und ihre Streitwagen und großen Fuhrwerke sind wahrhaft furchteinflößend. Doch ich würde gern einem von ihnen abseits der Schlacht begegnen. So wild sie auch sein mögen, sie sind immer noch Menschen und keine Uruks oder andere Lakaien des dunklen Herrschers. Ja, cool, oder? Siehst so einen Teller, Alter, und denkst du so, boah, da gibst du schon voll die krasse Geschichte zu, ne? Und die Geschichte fängt an mit, keiner weiß, was die Zeichen bedeuten. Ja, cool, auf jeden Fall. Aber da war ich echt Freund von, ne? Ich meine, wir haben jetzt hier einen Teller, okay, aber das mit diesem Artefaktsystem, bisschen Story, das fand ich ja vorher auch schon echt cool. Ungefähr so, wie wenn der betrunkene Kumpel eine Abkürzung zeigt. So rechts ein Büsche, der Hang runter, ja, plötzlich stehst du auf der Autobahn oder so. Sie sind sogar noch seltsamer als die Haradrim des Südens. Aber genauso verwundbar gegenüber Saurons Drängen. Ja, der Sauron, ne? Die Quelle des Übels hier, Wahnsinn. Junge, wo geht's denn hier überall lang? Können wir hier ein bisschen sneaky-peaky? Problem. Wenn sie die Leiche finden, haben wir, glaube ich, auch ein Problem, ne? So. Hier ging's runter. Ne, warte. Ach, hier ging's hoch, um Gottes Willen. Gut, das war dann jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Komm mal gucken. So, hat keiner gesehen. War nur ein Geist. Alles gut, komm her, da war nichts. Die liegen da nur, die schlafen, Junge. So. So, der da hinten, komm mal her, komm mal gucken hier. Ja, komm mal her, hier ist nichts. Hier ist doch nichts, Mensch, also. Möchte noch wer gucken? Noch irgendwer, der gucken möchte? Nein? Niemand? Okay. Wie bescheuert. Ah, ich fand das gut. Also, das war Master-Gameplay, Alter. So. Wunden von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Ob wir gleich angesprungen werden? Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Gollum wartet unten. Schalala. Ja gut, ihr müsst ja jetzt alles tot sein eigentlich. Ne? Die kamen ja alle gucken. Ah, Mann. Ab nach unten.
Ich spiele bei so ja nicht mit Controller, weil wir den Vorteiler. Vorteiler. Ist noch nicht lange tot. Wir auch ohne dran. Gespielt haben. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der Nächste ist. Ja. Dumme Ochse sehen Gollum nie. Junge. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Sneaky Gollum, Alter. Ich weiß aber nicht, wann er anfängt, was zu erzählen. Ich habe übelst Angst, was zu sagen. Wäh? Halt! Ochse kommen! Verstecken! Ja, wie? Wo verstecken, Alter? Komm ich hier hoch? Ja. Okay. Ich versteck mich! Das hätte ich dir nie sagen sollen. Also besiege die Patrouille. Was für verstecken, wenn ich die besiegen soll? Fick dich, Gollum, Mann. So, da können wir doch jetzt mal gut gelaunterweise einfach mal eins, zwei, vielleicht sogar einen dritten noch. Vielleicht sogar den und den jetzt von oben hier. Batz. Einwandfrei, Junge. Komm, execute. Zack. Hat er einfach weggesteckt, der Hund. Gibt's doch nicht. Ich hoffe, wir sind jetzt nicht so laut. Den will ich aber echt nicht abbekommen. Rundumschlag. Uff. Zack. Komm, weg jetzt hier, den Kollegen. So. Besonders der Meuchler. Er rennt immer vor ihnen davon. Ja. Das war gerade unser Tipp, ne? Er mag die Fliegen nicht. Aber es gibt zu viele Ochse hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Hier sage ich jetzt zwei Fußspuren. Da geht's hoch und hier geht's auch. Naja, gut. Was soll's. Aber ich habe schon Bock, nochmal das Spiel zu zocken. Aber mit 1 MB Download kann das eine ganze Weile dauern. Ich hatte 5 gestern. Ich habe das angeworfen, dachte, boah, Digga, mach's fertig für morgen. 90 GB. 90 GB, Alter. Und dann beim Downloaden leckt's bei mir schlimmer, als wenn ich hochlade und oder rendere. Ganz traurig alles. So, komm ich hier jetzt echt problemlos durch? Ey, die sind halt alle auch noch ein bisschen bescheuert, ne? Wir sind ja auch noch so anfangs Easy Mode. Ey, der schleicht aber auch irgendwie so eine Oma, die irgendwie versucht, gerade Sonderangebot bei Kick zu ergaunern, Junge. So. Down, fällt eh nicht auf, da liegt schon einer. Fällt nicht auf, da liegen halt zwei, nein, Bruder. Das ist die falsche Fährte. Ah, wow. Danke. Okay. Ja, gut. Auch meisterhafte Fährtenleser und Elbenringschmiede und Waldläufer können sich einmal irren. Ja, ganz wichtig, Freunde, dass wir hier auch menschlich an die Sache rangehen, wenn wir schon in der Geisterwelt waren. Denn 90, ne? 90 ist Ansage auf jeden Fall. Sind aber auch diese ganzen DLC-Sachen gleich bei gewesen. Was ist das denn? Ist das die Kloake oder was? Steht nicht da, ne? Es ist super ekelhaft. Ist ja noch schlimmer als diese Grogfässer, Alter. Das war ja schon räudig. Da war nichts mit Reinheitsgebot, ne? Reinheitsgebot kennen nur von der Autobahn. Er ist schlau. Der legt falsche Fährten, der Hund. Wo ist denn noch eine? Da hinten, ne, das ist Feuer. Der springt uns doch gleich an, Alter. Das ist doch locker, oder? Da ist noch eine. Von links. Da unten. Der lebt sogar noch. Der lebt noch. Wieso hat er das nicht zu Ende gebracht? Weil er uns anlocken will, weil er weiß, dass wir kommen. Ja. Alter. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Er hatte gerade ein bisschen Angst. Ich hatte gerade bisschen Angst, muss ich sagen. So. Freunde. Verhören. So, mach Ansage. Nachruf der Meuchler. Details hier. X, ne? So. Ja, der sieht, Alter, die Fliege von nahen. Was hat sie alles in ihr Maul? 300 verschiedene Stacheln, Junge. Das ist ja räudig. Das ist ja räudig. Sicher, dass da nicht ein Vogel drin ist. Können wir rausfinden. Müssen wir mal gucken, wenn wir nächstes Mal Voldun und Talanji-Weltquiz abhaben, ne? Finden wir da draus. Herod Sun, vielen Dank für deinen Sub und deinen Support, mein Guter. Der Meuchler hat Angst vor Morgai-Fliegen. Wenn du diese Angst ausnutzt, werden all seine Immunitäten temporär unwirksam. Verwende dieses Wissen gegen ihn. Drücke Space, um ihn zu markieren. Alles klar? Wir haben ihn jetzt markiert, ne? Easy. Selbst die Fliegen sind gefährlich in Mordor, ja. Richtig räudig. So, deinen Kopf brauchst du wieder nicht mehr. Den nehmen wir einfach mal mit hier, oder? Ey, Kopfplatzen. Der Meuchler ist nah. Er, die ganze Zeit ist er unsichtbar und voll cool und jetzt ist er auf einmal aufgedeckt, oder was? Okay, er säuft gerade. Er säuft entflammbar, okay.
Okay, wir können also mit Grog, ich glaube, da steht er ja sogar gerade, ne? Und mit Fliegen arbeiten. Das finde ich sehr, sehr cool, weil beides haben wir hier jetzt auch nicht zu knapp, wenn ich mich richtig erinnere. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht wieder die halbe Festung hier mit Pullen. Doppelsprung, Bruder. Man erinnert sich. Steht da Grog? Nee, habe ich geträumt oder was? Das sind nur gute Sachen. Da sind Fliegen. Okay, pass auf. Wir natzen den da oben. Wir holen die Fliegen. Und ich habe keine Elbengeschosse mehr. Okay, muss reichen. Muss reichen. So, come on. Rochia. Er ist benommen. Kann ich ihn jetzt meuchen? Ja, jetzt steht er genau hier drunter, oder was? Oh, ja, ernst? Come on, so. Zack. Let's go. Wusch, rübergeschwungen. Bam. Man hat überhaupt nichts gesehen. Aber was soll der Geiz? So, weg geht's da, Junge. Zack. Ja, ernst. Das hätte der perfekte Killstreak werden können, Junge. Und dann kommen hier noch 70 Leute an. So. Tod durch Fliegenschwarm. Alter, sind die räudig. Okay. Uff. Junge. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Ah, der Gollum. Mibio, hi, grüß dich. Klinge der Dunkelheit, Level up. Sehr schön, Fähigkeitspunkt, läuft bei uns. Ängste zunutze machen. Das ging sehr schön. Neue Fähigkeit, Todesdrohung. Anstatt Informationen über einen Hauptmann zu fordern, kannst du einem Wurm befehlen, diesen eine Todesdrohung zu überliefern. Dadurch erstellst du ein einzigartiges Erzfeindauftrag. Einen, oder? Ja, Erzfeindauftrag innerhalb des Gebiets. Durch das Aussprechen einer Todesdrohung gegen einen Hauptmann wird seine Stufe erhöht, was den Kampf zu einer größeren Herausforderung werden lässt. Allerdings wird auch die Qualität der Ausrüstung erhöht, die du erhältst, wenn du ihn tötest, okay? Ja, kennen wir, glaube ich, auch schon. Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wehrt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. So, sind wir hier in unserer ersten Häuptlingsmission. Hatten wir damals mit Redback, hieß der gute Mann. Was haben wir hier noch? Bodentodesstoß. Oh, Alter, auf jeden Fall. Das ist sowas von meinem Skilltree hier, dass das schneller geht. Dann hätten wir den eben nämlich bekommen, hätten wir dieses Talent schon gehabt. Einwandfrei. Nehmen wir mit und haben direkt eine Mission für den nächsten Kollegen. Da oben, ne? Niemandsland. Die Angriffe der Ork-Armeen kommen von Kirit Ungol. Schließe ich Baranor an und trage den Kampf nach Mordor. Okay, eigentlich dachte ich, wir kriegen was Leichteres im Sinne von, im Sinne von, ihr wisst, was ich meine. Hier nur den einen noch töten, das klingt gerade nach was Größerem. Holen wir uns erstmal hier die Schnellreisepunkte wieder. Und dann gucken wir, wie es da weitergehen kann. Ach du Scheiße, wirst du dich jetzt umdrehen? So ist, oh, das ist ein lieber Olokai. Ach, oh, das ist ein toller Typ einfach, Junge. Das ist mein Lieblings-Olok. Online-Blutrache, ja. Vendetta, es wird eine Blutrache geben, ne? Bisschen Bushido und Echo rächen hier. Geile Sache. Der hat Angst vor Hadern, ja. Das ist einfach eine reale Angst auch, ne? Das ist gar nicht so weltfremd, wie man denken könnte. Und wir kommen verdächtig gut zum Turm. Schön. Nicht, dass wir hier echt vergessen, diese Schnellreisepunkte mitzunehmen, Alter. Und dann müssen wir von jeder Mission erstmal 700 Kilometer rennen. Das ist ja auch nicht ganz so geil, ne? Die Todesdrohung ist unnötig. Also macht man nie, weil die Ausrüstung von Kackt-Hauptmännern egal ist. Sei mir auch gedacht, dass das gerade für höhere Schwierigkeitsgrade oder für Leute, die Challenge einfach suchen oder eben dann am Ende, ja, Sinn macht, wenn du dich so equippen willst mit Looten und Leveln. Insofern, Dankeschön für diese Ergänzung. So, ja gut, ich weiß nicht, ob wir das dauerhaft immer machen wollen. Haben wir zumindest in der Zeit ein bisschen zu rekatapultieren, Bruder. Oder katitopultieren, das sind ganz tolle Wörter, ne? Das ist genau das, was ich sagen wollte. Und dementsprechend geht das ja auch recht fix, ne? Insofern können wir das, glaube ich, schon durchaus einschieben. Und wenn wir dann daran vorbeikommen, Digga, wo ist es? Hä? Hier? Ach, in der Wand da oben oder was, Junge? Dann können wir das ja gleich mitnehmen, bringt ja auch EP und so ein Kram, ne? Von daher gehoppt wie katapultiert, ja? Wie katapultiert, rekatapultiert.
Ach Mann, es ist ganz traurig. Rekapitulieren, rekatapultieren. Es ist alles so dicht beieinander, ne? Bist du noch irgendwer bei einem Vortrag in der Uni und willst dich gehoben ausdrücken und zack, sitzt du irgendwie im Knast wegen Tierquälerei, ne? Das ist heute vorne, die Grenzen sind fließend. Die Grenzen sind fließend. Korgen, hallöchen. Grüße. So, den ersten hätten wir gereinigt. Das ist sehr schön. Zeit verstreichen lassen. Nö, das wollen wir eigentlich nicht. Dann hätten wir jetzt da oben noch einen. Das ist aber auch komplett am Arsch der Welt. Und da. Heißt, wir machen uns da oben zu dem Turm und dann hier zu der Quest, oder? Ach, und jetzt, mit Doppelklick kann ich auch selber Marker setzen. Okay, das ist cool. Das ist cool. Gut, hier sprinten wir ein Stück da hoch. Lässige 2000 Fuß-Brudis. Insofern, wir sehen uns dann morgen am Turm. Wir haben ja zum Glück dieses Elben-Sprinten. Also ich verstehe auf jeden Fall bei den Map-Größen, das war ja letztes Mal deutlich überschaubarer im ersten Teil. Ne? Da haben wir uns ja umgeguckt und haben direkt alle Türme gesehen, so auch mit Geistersicht. Kann ich auf jeden Fall verstehen, warum wir dieses Talent pflichtmäßig mitnehmen sollten. Ich hoffe nur, Karagor Reiter, Alter, euer Ernst? Oh, die wittern mich doch sogar hier, oder? Boah, das ist... Nee, hier ist keiner. Hier ist keiner, verpiss dich. Oh nee, hier ist alles voll. Oh mein Gott, das war eventuell nicht mein bester Engage. Hoffen wir mal, dass die Karagor nicht alle auf sie hören, ne? Ja, komm, leckt mich. Ihr habt doch bestimmt keine Range-Attacken. Glevenangriff will ich auch nicht. Ich will doch nach Hause telefonieren. So, lieber Werner, ne? Eckart, ich will nach Hause. Wir müssen bei Röhrig auf dem Matte stehen. Genauso fühle ich mich gerade. Wenn du einen großen Boomerang hast, der von einem Katapult geschossen wird, rekatapultiert er dann, wenn er zurückkommt? Ich glaube ja. Ich glaube ja, Problem ist richtig, funktionale Boomerangs gibt es ja nur in Australien und die Chance, dass du dann eine Vogelspinne oder einen Känguru tötest, sind halt recht hoch. Insofern würde ich das nicht empfehlen, weil das sind eigentlich Tiere, die natürlich leben müssen. Ja, vor allem Spinnen, Omega-Lull. Und spätestens jetzt merkt man, dass ich gar nicht selber kommentiere, ja, sondern dass ich nur meine Stimme für ein neues Google-Voice-Programm geliehen habe. Und wie sind der Tests? Und wie testet man sowas? Mit Herr der Ringe natürlich. Ja, geil, oder? Richtig so, save the trees, burn a book. So ist es nämlich, oder? Diese miesen Bücher, da stehen lauter verwirrende Wörter drin, Alter. Das braucht doch keiner. Am coolsten hätte ich jetzt gefunden, wenn wir uns im Doppelsprung in diesem Hallöchen, in diesem Seil festgehakt hätten und da dann geslidet wären. Oh, Geld! Ja, Freunde, ich muss ja... Ach, gucke, Feuer können wir nicht hochjagen. Das müssen wir doch skillen. Okay, ich dachte, bezieht sich nur auf den Melee. Bereich dann dafür. Aber das Geld möchte ich schon mitnehmen hier. Guck mal, ein bisschen Cash of Tash hier. Dicken Fuffi, Junge. Dicken Fuffi einfach vom Ork gegönnert. Der war knapp daneben. Da steht ein Orlok, aber... Da stimmt was nicht. Eine Illusion. Was verbergt ihr? Ich möchte gern schnell hoch, bevor die mich runterschießen. Das geht ja auch. Habe ich auch bei Assassin's Creed bemerkt. Ne, dachte ich immer, ja, Stift ist unheil. Ja, so ein bisschen GTA San Andreas-Style, Alter. Und dann am Arsch schießen die dich einfach komplett runter. Und du stirbst am Fallschaden. Ganz belastend. So ist es nämlich. Shellhorn, hallöchen. Nach Hause katapultieren. Wäre auch gutes Ende gewesen. Ja. Wäre auch gutes Ende. Oh, schön hier mit den Bergen, oder? So, das als Postkarte hier. Na, aber hallo, sieht man auch nebenbei ein paar Rehe durch die Gegend katapultiert werden da. So muss es sein, Freunde. So und nicht anders muss das aussehen heutzutage. So, drei Stück noch insgesamt. Hier unten irgendwo. Wo denn? Alter, diese Kreise, Junge. Das ist ja wie so eine Kurvendiskussion in Mathe, ne? Eben stimmt noch der Kreis, auf einmal musst du Integral berechnen, Junge, und kannst das ganze Blatt wegschmeißen. Genauso fühlt sich das an, Junge. Artefakte in Herr der Ringe finden, reine Mathematik. Haben wir alle. Sehr schön, das ging noch schneller als erwartet. Dann können wir jetzt sehr schön rüber zu unserer Mainquest, die da in dieser Höhle liegt. Ach du Scheiße. Junge, da hat jetzt aber ein bisschen Angst an der Stelle, Voidi. Hey, Digi, hey. Ich hoffe, dass Herr Fliff das nicht sieht, der hat mir das verboten, aber ich... Vermisse Flopsy Trange wegwisch, ach, und Anduin ist kein Vrin. Okay. Ja, Voidi, dankeschön für deine Donation auf Nacken, Alter. Und für diese wunderschönen Infos. Drück die Daumen, dass Chloa das nicht mitbekommen hat. Und ja, Flopsy, Digga, wir müssen auf jeden Fall. Keiko, sie Ork. Da hast du mein Geld, bitte loot mich nicht. Oh. Ja gut, das werde ich mir noch überlegen, ja, das werde ich mir noch überlegen. Ich würde aber an deiner Stelle das Geldsymbol über deinem Kopf einfach ausblenden, ja, zur Sicherheit, du kennst das. Vielen Dank, Freunde, für eure Donations. Und ja, Flopsy vermisse ich aus, müssen wir eigentlich skillen, nur wegen Flopsy, ne? Nur wegen Flopsy müssen wir das eigentlich skillen. Und ich wollte ja eigentlich nur gerade mega schnell das Relikt sammeln, weil es hier auf dem Weg war. Und plötzlich war hier mehr als ein Ork, der das irgendwie bewacht, ne? Es ist etwas... eskaliert, aber können wir zumindest mal wieder eine Runde fighten hier, Junge. Wo lag jetzt Elbengelöt? 2, 5? 5, ne?
Ach, gucke. So kämpfen wir uns dann quasi vor. Ich hätte das mehr in der Mitte aktivieren sollen. Aber guck mal, wie wir hier gerade durchsmashen, Alter. What the fuck? Okay, das war krass. Junge. Was? What happened? Ali, hallöchen. What happened? Alter. Alter. Das war gerade ein bisschen eskalativ irgendwie, ne? Die Hälfte sah aus wie irgendwelche Wrestling-Moves. Holy shit. Ein Knüppel. Es ist leicht, die Orks als Bestien abzutun. Doch ihre Grausamkeit und List hilft ihnen dabei, im Krieg zu bestehen. Auch ihre Waffen erscheinen eher primitiv. Doch sie erfüllen ihren Zweck. Mit einem harten Schlag auf den Kopf lässt sich jeder Schädel spalten. Ob mit Stahl aus Gondor oder dem rohen Eisen der Orks. Ja, cool. Also das ist schon auch ein relativ böser Streitkolben, oder? So mit diesen nicen Zacken, da kriegst du ja nicht nur deinen schönen Schädelbruch. Sondern, wusch, Alter. Ja, auch noch schöne Fleischwunde hier dahergezappt, Alter. Räudig. Räudig, räudig, räudig. Der alter Streitkolben heißt das Ding. Höchst gefährlich. Die Keule ist viel älter als das, was wir sonst auf dem Schlachtfeld finden. Der Ork, der sie stahl, kannte wohl kaum ihre Geschichte. Ja, das kann man, da kann man von ausgehen. LFR-Tanken ist Krebs, Alter, auf jeden Fall. Darum habe ich auch gesagt, Bruder, bevor ich LFR gehe, spiele ich Herr der Ringe durch. Und dann hat wer gemeint, eh nicht. Und dann meine ich doch, LFR ist einfach Krebs. Ey, lässig in den Busch geslidet hier, Fortnite Main. Was geht, was geht, was geht? Ich komme gerade echt nicht über diese katapultierten Rehe hinweg. Ja, das ist einer dieser Momente, wo ich sehr gern zeichnen würde. Oder zeichnen können würde, wisst ihr, wie ich meine? Das fände ich immer einfach sehr, sehr schön. Da ist unsere Mission. Und das Gute ist, wir können auf die Orks und so scheißen, ne? Die startet einfach. Guten Tag, ich starte hier nur mit einer Mission, Freunde. Alles ist gut. Die Angriffe der Ork-Armeen kommen von Cirith Ungol. Schließlich Barad-Nor, ich will mal Barathor sagen, wegen Baratin, ne? Von Herr der Ringe. Von WoW. Und trage den Kampf nach Mordor. Machen wir natürlich. Das klingt logisch, immer auf den Kopf, so ist es. Ja. Das ist ein Akupunkturstreitkolben. Ein Schlag damit gräbt sich der Dorn in den Kopf und zack ist der Kopfschmerz für immer weg. Besser als Ratiofarm, das stimmt. Ne? Wie dieser schöne Postillon-Artikel. Kind erlangt ohne Impfung Immunität gegen Masern. Ja, es ist nämlich tot. Insofern, selbes Prinzip. Ja, selbes Prinzip, Freunde. Let's go. Wir schauen mal, wie es weitergeht mit unserem guten Hauptmann. Mit seinem Dolch. Dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen. Ha! Ein paar sind noch übrig. Aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Mhm. Digga, ich wollte unauffällig trinken, weil ich denke, boah, sie reden jetzt, ne? Und dann hier Einspieler, er bleibt komplett mit Maulsperre hängen. Er dahinter guckt irgendwie, als hätte er ihn mit seiner Frau betrogen oder so. Richtig nice auf jeden Fall. Ja, Häuptlinge sind überaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. In Erfahrung zu bringen, wer den Häuptling beschützt und dessen Beschützer zuerst zu Fall zu bringen, erleichtert den Sieg über den Häuptling um ein Vielfaches. Das Armee-Menü zeigt dir, welche Hauptmänner einen Häuptling bewachen, oder? Schön, schön. Hey, Crowley von Supernatural, die Stimme von ihm kommt mir mega bekannt vor. Das hatten wir vorhin schon, ne, da konnte ich es nur nicht zuordnen. Ihr meint auch seine Stimme, oder? Die kenne ich auch mega. Die kenne ich auch mega, der miese Pharma-Lobby ist, ne? So ist es nämlich. Schön, halte Escape gedrückt, um das Armee-Menü aufzurufen. Mach ich. Tuka der Herzlose. Oh, der sieht aber wirklich böse aus, ne? Die Häuptlinge in diesem Gebiet sind die Anführer der Ork-Armee. Indem du einen Häuptling auswählst, kannst du dir deinen Leibwächter anzeigen lassen. Drücke Space zum Fortfahren. Ich schaff's irgendwie kontinuierlich aktuell in jedem zweiten Satz die Hälfte der Vokale zu verschlucken. Es ist einfach nur schön. Hurra! Hurra, der Schöne, Digga! Zeig mal her, bitte. Warum kann ich dir nicht angucken? Ich möchte Hurra bitte sehen. Wohl auf denselben Ork abgesehen. So, ich möchte bitte sehen, warum der Schöne heißt, Alter. Ja, ich möchte das gern immer noch sehen. Wisst ihr, wie ich meine? Arme Ritter. Das ist der Schöne, ne? Hurra der Schöne, Alter. Also wenn das der Schöne ist, Freunde, dann werden wir Götter sein in dieser Welt. Wir werden Götter sein. Okay, und Tuka der Herzlose hat nur diesen einen schönen Follower. Oh, der sieht echt schon auch rüstungmäßig, oder? Schön Aluhut hier gebastelt aus Silberpapier. Heftig. Leichtes Ziel für Fernkampfangriffe, okay? Wir haben zumindest auch schon einiges hier über unsere Kollegen erfahren können, was war hier entflammbar, okay, mit Feuer. Gerade wenn er an Karagor reitet, kann das eine nützliche, rettende Information sein. Ein Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Ah. Klingst du, als hättest du Erfahrung damit. Ja. Als genug. Ja.
Das stimmt. Mehr als genug Erfahrung. Ihr geht doch jetzt alle drauf, Alter. Die sterben doch jetzt. Erzählt mir nichts. Guck mal, Kartoffeln. Wollt ihr eine Kartoffel, Freunde? Irgendwer? Eine Kartoffel? Eine schöne. Nein? Na gut, dann nicht. Was ist das hier? Eine Ratte. Kann ich die Ratte töten? Splorch? Oh! Ja, kann ich. Ratte, Eintrag. Die arme Ratte. Bin jetzt voll sad, Mann. Bin jetzt voll sad. Du kennst die Stimme aus Frauenserien? Ja. Total, nee, keine Ahnung, ich kenne die Stimme nur. Den Charakter, den ihr benannt habt, den kenne ich in der Tat nicht, aber komme mir trotzdem bekannt vor. Guti, Baranor Schleichtötungen. Okay, wir machen jetzt so Combo-Moves oder was? So, Tötungsbefehl. Wenn du noch unentdeckt bist, kannst du einem Verbündeten oder deinem herbeigerufenen Leibwächter befehlen, ein Ziel in der Nähe zu töten. Visiere den Feind an, drücke 2, um deinen Verbündeten angreifen zu lassen. Okay, 2. So, los hier jetzt. Das ist natürlich chillig, ne? So stelle ich mir auch WoW-Missionen in Zukunft vor mit unseren Followern, gemessen an den neuen KI-Modellen, die sie jetzt mit BFA reingebracht haben. Das fände ich cool, ne? Wenn wir so mit Rexar loslegen, da Befehle geben können. Das fände ich nice. Ben, mein guter, haus rein. Danke dir fürs Reinschauen. Danke, danke. Caruso, hallöle. Ich habe dir ja von der MTG-Lore erzählt. Das Ding ist mich begeistert, die Scheiße so sehr, dass ich meine Decks absichtlich schwächer mache, wenn ich finde, dass eine Karte lore-technisch nicht ins Deck passt. Schön. Von Ryan Reynolds von Deadpool. Boah, ich habe jetzt mehr auf unseren Baranor geachtet tatsächlich. Aber wir hatten da genau diese Diskussion hatten wir, als wir Teil 1 gespielt haben auch, Leute. Ich habe nur absolut keine Erinnerung mehr dran. Toll, ne? Der wird doch jetzt gesehen werden, oder? Nee. Nee, die Orks trauen sich nicht. Sie trauen sich nicht, den Schwarzen anzugreifen. No, er wurde gesehen. Okay, ist ihm halt egal. Ne? Ist ihm halt egal. Die Orks sind so politisch korrekt, Alter. Das geht einfach nicht. So, schleich mal da dran vorbei. Geht das? Easy. Easy, Bruder. Er kennt einfach keine Furcht. Weggenatzt. Sehr schön. Okay, jetzt hat er ihn gesehen. Können wir ja helfen. Kein Problem. Digga, was? Okay, ich weiß, ich habe einen harten Schuss, ne? Aber das sind schon ein bisschen ungesunde Zuckungen, die der Kollege da hat, oder? Also das war jetzt, glaube ich, nicht normal. Aber gut, das ist, Freunde, lieber nicht von mir erschießen lassen, ne? Senkrecht oben durchs Dach geflogen, Junge. Ah, schön, schön, schön. Ja, Tötungsbefehl vom Jäger, ne? Ich verlasse die Auftragsgegend? Wieso? Alles cool. So. Gucke, er geht erstmal gucken, ne, was da los ist. Wir haben unsere Schleichtötungen. Gut, dann können wir weitergehen. Einwandfrei. Ben, Befreiungsfest auf dem PDR. Auch noch. Siehst du, ich habe heute erstmal die Traditionsrüstung aufgenommen. Hinweis nachgehen. Ah ja, wieder hier, was war's? WASD und links. Ja. Nein. So. Ja, so wird's doch. So, so. Oh, Gottes Willen. Das war's. Spuren gefunden. Kein Talentpunkt oder so. Ne, war nicht toll genug, Alter. War einfach nicht toll genug. War bestimmt Absicht auf Blackmore spielen. Ja, nur die sehr intelligenten und schönen Menschen. Das ist wahr. Das ist wahr. Können wir hier mal unauffällig so kabum? Hat keiner gehört, Freunde. Arbeitsunfall. Arbeitsunfall. Alles ist gut. So, du nutzt wieder den weg. Und ich nehme den davor. Pass auf, wir machen hier Arbeitszeitung, mein Freund. So. Oh, das ist cool. Oh, sowas finde ich cool. Sowas, da ist ein fucking Troll wieder. Sowas finde ich richtig cool, Alter, solche Missionen. Einwandfrei, einwandfrei. Guten Abend, Black Matrix, hallöchen. Guck eben 5 Minuten rein, muss noch Vortrag zu Willy Brandt zu morgen machen. Aufstehen ist immer scheiß Idee. Ja, natürlich, also Willy Brandt ist mir schon ein Begriff. Kann jetzt nicht seine Biografie runterbeten, aber ist, glaube ich, jemand, den man durchaus kennen kann. Na, das ist, glaube ich, schon der Fall. Insofern findest du bestimmt auch viele lustige Quellen. Vielleicht sogar schon vorgefertigte Vorträge zu ihm. Würde mich auch sehr wundern, wenn er nichts im Netz kursiert. Wo du nur ein, zwei Sachen mal ändern musst, ne? Faulheit siegt auf jeden Fall. Ah, die Orks gehen zum Schwarzen. Oh nee, können wir nicht angreifen, der ist schwarz. Und dann sagt er so, was hast du gerade gesagt? Ich fühle mich als Frau. Charge, Junge, die Gender-Orks. Ja, wir haben den Nudisten-Clan, wir haben den Gender-Clan, Freunde. Ah, und ich hoffe, wir rotten beide aus, ne? Er hat doch nicht gesagt, Junge. Um Gottes Willen. Da hört der Spaß nämlich auf, ja? Das sind streng genommen sehr, sehr ernste Themen. Oh. Bei denen man keine Witze machen darf. Das ist so. Dich zimmern wir auch noch zugrunde. Und da kommt unser... Oh nee, das ist er. Das ist der Schöne. Was stimmt nicht mit euch Menschen? Immer taucht ihr auf, wenn man euch nicht braucht.
Ja. Jetzt muss ich zusehen, dass ihr Mordor nicht Leben verlasst. Aber das ist wahr, ne? Wir tauchen immer auf, wenn man uns nicht braucht. Das ist wahr. So. Das ist der schöne Freunde mit seinem aufgedunsenen Quallengesicht. Alter, also kommt der Pfeil angeflogen. Ich möchte gern seinen Karagor richten. Feuer haben wir hier nicht, ne? Er war ja leicht entflammbar, wenn ich mich nicht täusche. Aber jetzt gibt's erstmal hier. Batz, komm, Knie wenigstens in die Fresse. Oder so. Ja, das geht auch. Du. Er ist erzürnt. No. Oh, oh, durch Verletzungen erzürnt. Ach du Kacke, das ist nicht gut, glaube ich. Du machst das schon, ne? Ich hole mal neue Pfeile. Dass wir vielleicht auch außerhalb so ein bisschen mal erstmal. Zack. Zarab. Zarab. Okay, er kriegt Schaden dadurch, aber. Okay, das machen unsere Gondor-Heinis. Die schlagen die so, dass ich sie eh nicht treffen kann. Okay. Ich weiß nicht, wie wir am besten rangehen sollen. Zumal wir da hinten ja auch noch einen haben. Wir springen ja erstmal rüber, machen den Range-Fuzzi hier noch kaputt. Kriegen vielleicht sogar genügend Aufladung, um jetzt hier mal mit einem gut gelaunten Execute ranzugehen. Oder eben auch nicht. Springen wir rüber. Zack, Space, dodge it. Ja, oh, Alter. Gottes Willen, jetzt ja, come on. Jawollo, der Schöne. Ein schönes Ende, oder? Wunderschön ist der Mann einfach, ja. Träumchen. Bin ein bisschen geil geworden, weil er so schön war. Homoerotisch, der Fight. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Niemandsland. Auftrag abgeschlossen. Fähigkeitspunkt. Nee, Black Matrix spontan habe ich da auch jetzt keinen krassen Geheimtipp. Aber bei solchen Sachen, ne, lohnt es sich auf jeden Fall, über Wikipedia rauszugucken, weil es genug Leute gibt, die ihre alten Sachen da auch hochladen. Ein, zwei Bilder anders editieren, fertig ist die Lau. Besiege die Häuptlinge, die Ork-Anführer. Die Häuptlinge von Kirit Ungol führen die Ork-Streitkräfte gegen Minas Ithil an. Ohne ihre Anführer würden die Armeen des dunklen Herrschers in große Unordnung gestürzt werden. Locke die Häuptlinge des Gegners hervor und besiege sie, indem du einen Konfrontationsauftrag durchführst. Okay. Und wir... Oh! Freunde, Garni-Fähigkeiten. It's WOD all over again. Gefolgsleute rufen. Soldaten aus Minas Ithil wurden entsandt, um dir beim Kampf gegen diese Häuptlinge zu helfen. Drücke 2, um einen Gefolgsmann aus Gondor an deine Seite zu rufen. Cool! Ey, was haben die mit dem Game eigentlich gemacht, ne? Komplett auf die Spitze getrieben hier an Mechaniken und Möglichkeiten. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihre Angriffe auf Minas Ithil fortführen. Dann steht unser Weg fest. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Ja, die restliche Spielzeit AFK rumstehen, man kennt ihn. Wir haben den neuen Dolch bekommen. Wir haben einen Brief gekriegt. Schön. Der Dolch Ashan war einst ein Schwert von Talions Sohn, welches zerbrach, als die Orks das Schwarze Tor eroberten, Freunde. Ja, jetzt ein Dolch, ne? Sein Dolch ist einfach das abgebrochene Schwert seines Sohnes, Bruder. Träne wird weggewischt. So sad, Alter. Und jetzt nehmen wir einfach Numenor durch, ne? Weil scheiß auf Family, Bruder, es geht nur um DPS. DPS, größer Dolch vom toten Sohn. Geil. Ah, finde ich gut. Fähigkeiten. So, wie geht's denn weiter hier bei uns? Oh, wir können noch verbessern. Gut abgestimmte Konter gewähren ein Elbengeschoss. Okay. Interessant, wir haben auch hier unseren Elbensprint. Wenn du Space beim Sprinten gedrückt hättest, verursachst du keine Geräusche. Oh! Oh! Finde ich gut. Aber wir könnten auch hier, Macht kann doppelt aufgeladen werden, was brutale Hinrichtungen freischaltet, die umstehende Feinde panisch in Furcht treiben. Okay, ich finde aber gerade bei allen Missionen, die wir jetzt hatten, mit Gollum rumrennen und so weiter und so fort, ja, finde ich das hier eigentlich richtig cool, lautloser Läufer. Nehmen wir mal mit. Einwandfrei. Reißt man dem Gegner eine Rippe raus und schießt die dann... Wäre das heftig, ne? Wenn du so schnell bist, reißt die Rippen raus, während er noch lebt, Alter, schnitzt Pfeile draus und so und dann Attacke. Das wäre natürlich mächtig, ne? Das wäre natürlich wirklich mächtig. So, Goodie. Was sagt denn eigentlich die Uhr hier, Freunde? Überhaupt kein Zeitgefühl, noch weniger als bei WoW. Oh, wird knapp, ne? Wird knapp, liebe Leute, muss ich sagen. Ich würde meinen, die eine Mission jetzt noch da unten, den Pfeilhagel mit Kankra, gucken wir uns auf jeden Fall noch an, was wir jetzt erfahren können. Ich möchte Wegpunkt setzen, bitte. Digga, wie schnell ging die Zeit eigentlich rum? Missionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Gottes Willen, vorsichtig vorgehen. Siehst du, die kennen mich hier, die Kollegen. Die kennen mich, die kennen... Zwei Stunden, über zwei Stunden, was ist los, Alter? Was ist los? Mega guter Game-Einstieg am Anfang... Für meinen Geschmack fast schon ein bisschen zu viel Infos, so richtige Infoflut irgendwie. Aber jetzt hier gerade Mission dicht an dicht, Alter. Main Story an Main Story. Mega gebockt einfach, zumal man gar nicht so stagniert hat, ne? Wir werden sicherlich den ein oder anderen Stream auch wieder machen, wo wir uns dann so ein bisschen drumherum angucken, ne? Mit den Story-Sachen, mit der Kankra-Story und so. Das ist, finde ich, relativ cool inszeniert. Aber gerade hier, oder? Beste Leben. Draven Domi, hallöchen. Wir sind leider schon wieder in den letzten Zügen, ne? Ein bisschen kürzer. Wobei kürzer eigentlich nicht, haben halt eher angefangen, ne? Weil ja Raid Day und so, aber Montag wie Donnerstag jetzt immer auf jeden Fall Herr der Ringe.
ab morgen full WoW Boys, ja, ich habe Freihafen und so gehört. Ich hörte da was von Freihafen. Ich hoffe, ich renne jetzt auch richtig. Wir haben Gollum nicht mehr als coolen Guide dabei. Greift ihr uns an? Die kleinen Kackspinnen, die greifen uns einfach an, ne? Ich raste aus, Junge. Ich raste aus. Domi, vielen Dank für dein Subgeschenk. Vieles Dankes, mein Guter. So, sprinten wir nochmal zu unserer Kankra. Was seid denn ihr? Ach, das sind ja, das ist ja der Nudisten-Clan. Der hat ja Badetag heute, habt ihr gesehen. Wir haben einfach gestört, ne? Wir haben einfach gestört, Junge. Ganz traurig. Gudi, Pfeilhagel. Kehre zu Kankra zurück, um mehr über die Gefahren für Minas Ethil zu erfahren. Machen wir natürlich, oder? Machen wir. Wie bei Saints Row, mit Sexspielzeug verkloppen wäre auch super. Ja, auf einmal große Dildo-Schwert des Nudisten-Clans oder so. Ja, man kennt es. Man kennt es. Ach, Pfeilhagel. Ja, let's go. Kleine Kackspinnen, jetzt eine Dose Deo oder Feuerzeug, Bruder, und gib ihm. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Oh, Junge, warum? Sie zeigt dir nur, was sie will. Oh. Und was ist es, was du sehen willst? Oh, ein Glück. Minas Ethil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Oh. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Itzi bitzi, kleine Spinne. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen. Beuge dich deinem Schicksal. Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Uff. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Ja. Schön. Ja, wenn jede Spinne sie so verwandeln könnte, oder? Dann aua, Fliegengitter runterreißen und Fenster auf. Kleines Willkommenshotel eingerichtet. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ethil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Ja, Freunde, und das klingt auch einem guten Statement für den ersten Abschluss, für die erste Runde. Ich weiß nicht, wollen wir das noch machen? Das blinkt da hinten so penetrant, Alter. Ah, ich muss aber auch noch was essen. Esse ich halt schnell, oder? Ich habe eigentlich noch Bock, ey. Wenn jetzt nicht Raid wäre, würde ich locker komplett durchballern heute. Ah, Sniper-Eule, Hallöchen. Wo ist das denn? Wo ist er denn? Hier vorne direkt irgendwo. Ja, komm, wir gucken noch. Wir gucken noch, Alter. Come on, ich habe noch Bock, Junge. Ich will noch nicht. Ich will Mittelerde bleiben. Habe keine Lust, in den Tiegel hinabzusteigen. Zumindest noch nicht. Na, erster Punkt, 19 Uhr, Brudis. Insofern checken wir mal noch, was unser Kumpel vorne rausgefunden hat. Diesmal ohne Nudisten-Clan. Spinnen erstmal Staubsauger holen. Ja, holst einen Beutel raus, erstmal eine Frau drin, weißt du? GG, well played. So, hier sind auch schon unsere Schützen. Hier sind sie. Raid die Night in 12-Stunden-Stream. Ja, sonst Safe Call. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Geile Ideen, Leute. Geile Ideen. Dankeschön für diese Zuarbeit. Gut, ich besiege 10 Bogenschützen ohne Alarm auszulösen. Gut, ich hätte mir die Mission klemmen sollen, weil das dauert jetzt so oder so noch 4 Stunden auf jeden Fall. Ist auch ein geiles Game zum Durchsuchten, ja, weil man ja auch gewisse Freiheiten hat und nicht so dran gebunden ist, hier irgendwie Step by Step irgendwelche Sachen irgendwie freizuschalten. Zumindest noch nicht, ne? Wir haben die Kernessenz des Games, haben wir ja als solche noch nicht kennengelernt, ne? Wir haben schon einige Verbesserungen bemerkt und so. Aber wie es so ist. Okay, 10 Bogenschützen. Hier ist eine große Sauron-Statue. Das ist der nächste. Ich hoffe, wir kommen hier problemlos rum. Oh Gott, das war nicht der Plan. Oh, das war nicht der Plan. Oh, nee.
Oh nee. Hat er uns jetzt gesehen, richtig unten? Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Ah ja, der kommt mit, okay. Müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Friendly Fire, Bruder. Was los? Okay, zack. Da komme ich mit einem Doppelsprung sicherlich rüber, oder? Zumindest fast, okay. Oh, Digga, das ist so bei 10, ne? Da kannst du halt jetzt 9 machen. Kann ich jetzt 9 killen und beim 10. verkacke ich und da von vorne machen. Das ist so mad. Das ist so mad. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus, Boys. Wir haben schon mal 4. Fast die Hälfte hier. Ich finde es auch geil, wie wir komplett rein rumgehen. Gibt hier keine Patrouillen, kein gar nichts. So muss es sein. So wollen wir das haben. Ansonsten ist ja auch immer die Möglichkeit, dass irgendwas entdeckt wird, was wir machen. Zack. Ist so viel wert wie 3 Schützen aus Gondor. Was? Nur 3? Ein Elb ist so viel wert wie 3 Schützen aus Gondor. Nur 3? Ja, Celebrimbor wird langsam, ne? Wird senil, Alter. So, den hätten wir auch, den Kollegen. 4 noch. Boah, ich habe hier echt immer, deswegen bin ich auch so ein bisschen schweigsam gerade. Will mich hier echt irgendwie ein bisschen konzentrieren auch. Dass wir es nicht 1000 Mal machen müssen, ne? Richtig sad. So. Okay, da oben noch einer. Da unten. Und wo noch? Da oben. Die sind auch genau abgezählt, oder was? Boah, Leute. Ein Glück steht hier nicht so viel sonst rum. Das Spiel ist an mir vorbeigegangen, aber umso besser. Jetzt kostet es wahrscheinlich nur ein Pfifferling. Das kann sehr gut sein. Also in der Hinsicht könntest du durchaus Glück haben mittlerweile, das stimmt. Den neuesten sind sie nicht mehr. Ja, zumindest den ersten Teil, den ich auch empfehlen würde und auch empfehlen kann nach wie vor. So. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen und den kriegst du, glaube ich, für unter 5 Euro sogar. Wie es mit dem zweiten jetzt hier aussieht, der viele Verbesserungen hat, das weiß ich nicht. Aber lohnen beide auf jeden Fall. An sich lohnen durchaus beide. So, wie komme ich an den jetzt vorbei? Wir sprinten ja auch leise, ne? Haben wir eben geskillt. Deswegen kommen wir hier so schön durch auch. Da ist der letzte. Zack. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Okay. Ja, würde außenrum am meisten Sinn machen, weil hier unten stehen überall welche, ne? Ah, ist so sneaky, Junge. So sneaky. 8 Euro, ja, siehst du gut. Ist ein bisschen mehr als 5 noch, ne? Kommt sicherlich auch drauf an, wo man kauft, aber das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Also das sind echt Spiele, gerade so auch mit dem Stil. Hier sind ja Assassin's Creed-Elemente, ja, muss man ja gar nicht abstreiten. Wenn man da Fan von ist, das mit Herr der Ringe. Schön in Mordor, bisschen Open-World-Fragmente. Fragmente vor allem, Elemente. Wir Baranors Trupp das Zeichen. So, Freunde, Zeichen! Let's go hier, Bogenschütze sind weg. Aggressiver Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! So. Zack. Es ist Zeit für den Angriff. Bam, Junge. Stefan, hi. Wie greifen wir denn am besten an? Alter, einfach so? Soll ich da jetzt mich reinstürzen? Okay, boys, why not? Let's fucking go. Hallo. Ich bin der Neue. Einer ist schon mal verbrannt. Den zweiten natzen wir gerade weg. Boah, so viele Häuptlinge hier. Neuer Feind, Wilde. Wilde kontern normale Angriffe von vorn. Drücke E, um sie zu betäuben, bevor du sie angreifst oder greife sie von hinten an, okay? Good to know. Ach, er ist ein Wilder, ne? Du musst der Narr sein, der meine Leibwächter getötet hat. Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen. Und deins trinke ich zuerst. Ich höre dein Inneres aus und mach aus dir eine Fleischpuppe. Was ist denn er? Ich hole dein Inneres aus und mache aus dir eine Fleischpuppe. Geil. Bester Mann, Alter. Einfach Orc Gaming. So. Zack. Oh, Junge, es sind ein bisschen viele hier gerade unterwegs auch. Habe hier so meine Bedenken, Freunde. Aber zack. Ist schon Half-Life. Uff. Können wir mal vielleicht mit ein bisschen Fokus den einen hier wegbürsten? So. Zack. Come on. Noch einen. Jawohl. Kuga, auch weg. Mystica. Schön. Ich habe immer noch ein bisschen Angst. Vielleicht können wir den auch erst vorher machen. Neuer Bogen da gedroppt, Boys. Wir hauen hier gerade so viele Häuptlinge weg und können die alle looten. Ist einfach nur schön. Mit seinen 2 Äxten hier. Oh Gott. Diese Smoke-Granate, die ist so schön. So, Junge. Zack, zarab, zarab, zarab. Junge, der hat gar keinen Bock mehr. Schön. Nächster weg.
Läuft bei uns. Alter, machen wir hier noch. Erstmal die Gefängnistür noch weggesmackt. Einwandfrei. Wir helfen mal unserem Kumpel. Junge. Feuerpfeile sind auf jeden Fall sehr effektiv. Nur ohne ihr Genick sind sie wehrlos. Ich kletter eben an dieser Kiste hoch. Um jetzt voll den coolen Move zu machen, Junge. Butz. Was willst du tun? So. Und jetzt verabschiede dich von deiner Exodia. Oh. 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 Wir wurden betäubt. Das ist auch nicht nett. Zack. Locker aus dem Handgelenk. Schön. Cooler Fight. Sehr. Oh, 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 oh. Ich denke, wir sind quitt. Okay. Eine gute Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Ja. Looten. Konnten wir etwas bewirken? Ja. Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Rock du im Moin. So, Pfeilhagel, wieder Level Up, Alter, läuft bei uns. Sehr, sehr cooler Pfeil, ey, wir müssen dringend looten. Ich muss so dringend looten, das glaubt man gar nicht. Juwelen, Juwelen können in einen Ausrüstungsplatz platziert werden, um Boni zu erhalten. Erklären Sie mir Sockeln, ne? Erklären Sie mir einfach Sockeln, Alter, ich raste komplett aus. Hier. Okay, freischalten, kostet 0. Bruder, umsonst nehme ich auf jeden Fall mit. Drücke Space, um Juwel zuzuweisen. 10% erhöhter Schaden mit dieser Waffe. Ah, und die können wir dann steigern und kombinieren und so, ne? Bescheren Sonderboni in verschiedene Plätzen. In verschiedenen Plätzen, du kannst 3 Juwelen der gleichen Qualität zusammenfügen, ein höherwertiges herzustellen. Okay, ja gut, da sind wir gerade am Anfang. Digga, was haben sie hier mit diesem System gemacht, Alter? Wie krass haben die das ausgebaut? Wahnsinn! Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. Ja, können wir nicht, ne? Können wir nicht, können wir nicht. Tina, hallöchen, wir sind am Looten und Leveln, ne? Oh, so, ey, wie die, ich bin auch übelst gehypt einfach. Wie die Rüstung jetzt aussieht, ne? Weil Herr der Ringe hat schon coole Rüstungen, Alter. Mit diesen Minas Tirith, ne? Was wir hatten, die Wachen da. Oder diese Helme. Gut, so ein Minas Tirith-Wachenhelm werden wir nicht haben von den Torwächtern, ne? Aber hier, Bruder, erstmal Lego-Drop. Seltene Ausrüstungen. Seltene und epische Waffen und Rüstungen sind hochwertig. Wieso ist episch Bronze? Das muss doch lila sein, oder? Sind hochwertige Ausrüstungsstücke, die mit besonderen Herausforderungen versehen sind. Das Abschließen einer Herausforderung schaltet einen Bonus für dieses Ausrüstungsstück frei. Also kannst du dir geile Rüstung holen? Und muss dann mit der Rüstung noch eine Challenge machen, dass sie auch richtig heftig wird. Cool. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Der erste lohnt auf jeden Fall auch und ist auch deutlich billiger. Wo du vielleicht nochmal so ein bisschen auch reingucken kannst, ob dir das auch selber gefällt vom Gameplay her und so. Ja, ist ja nochmal was anderes, auch selber Hand anzulegen. Ja, insofern würde ich schon empfehlen, den ersten zu nehmen. Allein wegen Kosten und lohnt eben auch. Ja, Rohan-Rüstung auf jeden Fall. Die Rohirrim, Alter. Gucken wir mal. Wie wir jetzt uns sein können. Schwert werden wir noch eine Weile behalten, könnte ich mir vorstellen. Drücke Space, um anzulegen. Ja, ich kenne doch das System. Um Gottes Willen, haben wir doch schon gemacht hier, Freunde. So, Schwerter. Haben wir eine ganze Menge. Sind aber alle nicht cool, ne? Rohirrim-Schwert, Alter. Schwert eines Waldläufers. Numenor-Schwert, okay. Wird sich sicherlich auch wiederholen irgendwann. Dolch hatten wir ja schon. Bogen haben wir einen neuen. Numenor-Bogen. Oh, guck mal. Guck mal, ja cool. T-Mog ist real. Sogar mit mehr Pfeilen. Das ist ja geil. Die haben an fucking alles gedacht, ne? So, Numenor-Rüstung. Haben wir eine neue? Gut, das ist ja unsere, ne? Das ist unsere Standard-Ding, okay. Rüstung, die ihre Inspiration in den Rüstungen der Waldläufer von Gondor fanden. Legen wir an. Und unser Umhang. Haben wir Mantel des Waldläufers. Oh, fett. So ein richtig fetter Brauner, ne? Guck mal. Nichts mit Schickimicki. Töte 5 Feinde vom Rücken eines Reittiers aus. 50% mehr Schaden von verbündeten Bestien. Okay, also wenn wir diesen Bonuseffekt machen, kriegen wir das unten freigeschalten. Ne? Auch sehr interessant. Auch sehr, sehr interessant. Genau, der erste ist Mordors Schatten und der zweite ist Schatten des Krieges wiederum. Ne? Alles sehr bedeckt hier in dieser Zone. Schönes Wetter ist hier sehr selten. Okay, ey, cooler Umhang. Das finde ich geil, weil das ist echt der Aspekt, der mir gefehlt hat. Das ist Flopsy Comeback, genau. Das ist echt so ein Aspekt, der mir gefehlt hat. Was haben wir? Terrorisieren... Ja, explodieren lassen nehmen wir mal auch noch mit, weil das hat mir eben schon gefehlt, dass wir die Feuerstellen und so hochjagen können. Guti, Freunde, WoW ist schon sehr anspruchsvoll, ja, aber T-Mog ist verbesserte HD-Grafik, ne, von daher alles cool.
Ghoul. Oh, ach du. Ja, das ist ein Ghoul. The fuck. Ja, gut. Ghoul kennen wir auch. Ghoul-Matronen kennen wir auch. Ne, hatten wir auch schon dolle mit zu tun. Insofern wissen wir auch, dass wir uns einfach verpissen, ne? Ghoul-Nest aufmachen und danach ganz unauffällig verpissen, liebe Leute. Gehen wir noch zu Kanka. Hören uns hoffentlich ein paar schöne Abschlussworte für die heutige Session an. Und können dann nächste Mal mit der nächsten Mission loslegen. Egal, wie schön die jetzt aussieht. Die muss noch was essen, Freunde. Nützt ja nichts, ne? Wenn wieder in der Zeitung steht, Bruder. WoW-Spieler verhungert im Raid. Ja, das ist wieder keine Publicity, die wir wollen. Ihr wisst auch, wenn ihr merkt, dass beim Zocken bei euch langsam zugrunde geht, deinstalliert noch schnell Blizzard-Spiele, packt schnell Fortnite, Minecraft drauf, dass die auch mal irgendwie in der Kritik stehen. Ja, relativ wichtig immer. Denken die wenigsten dran. Denken die wenigsten dran. HD-Grafik-Patch kann zum Bann führen. So sieht's aus. Okay, Tor des Verräters. Minas Ithil steht kurz vor dem Fall. Kankra kann vielleicht helfen, doch um welchen Preis? Ja. Freunde, würde ich sagen, unsere letzte Mission hier für heute zumindest starten. Ja, zumindest starten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sind wieder in der Höhle. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen. Wie geht es dir? Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Oh. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Oh. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. Oh. Verrat! In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Uff. Dr. Buchse, vielen Dank für 2 Monate. Halt, leuchtender Herr. Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch. Ja. Gollum, ganz ruhig. Wir haben ja eben gesagt, dass wir erstmal Pause machen. Mensch, jetzt läuft er da schon wieder weiter, oder? Unglaublich, dieser Gollum. Freunde, es war mir wieder ein Fest. Es war mir ein Fest. Es freut mich ungemein, dass so viele auch außerhalb von Azeroth mit dabei waren in Mittelerde heute. Das ist immer sehr, sehr schön. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps auch wie immer. Ne? Für eure Interaktion in jeglicher Hinsicht, für euren Support, der reinkam. Vielen, vielen Dank. Wir sind für heute tatsächlich am Ende. Und ja, hat mehr gefetzt, wie gesagt. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall, es war nicht WoW, uff, ja, Mind ist gleich blown. Insofern, ja, war das die erste Runde. Ich werde auch versuchen, das Ganze wieder für die, die nachholen wollen oder die gucken wollen, wie auch immer, werde ich versuchen, auf YouTube entsprechend zu exportieren, auch ein paar Tage später. Ist allerdings wie immer auch als VOD noch auf Twitch verfügbar. Wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal unter Videos schaut, müsste das da immer sein, ja, wer da Lust hat. Von daher, ja. Macht sehr viel Spaß auf jeden Fall. Montag und Donnerstag, die Tage, wo wir es uns auf jeden Fall ansehen bei Chloa. Dankeschön. Danke, Chloa, für dein Cheering. Ja. Und das wird auch dieser Rhythmus hoffentlich bleiben. Ja, es sei denn, es ist wieder irgendwas mit RL-Stuff oder sonst was. Ja, aber davon abgesehen bleiben das die Tage. Liebe Leute, ich danke euch fürs Dabeisein, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir hören uns dann am Wochenende wieder mit Azeroth, mit T-Morg, mit Mounds und so weiter. Ja, und dann Montag Vollgas Herr der Ringe, sagt man so schön. Ich danke euch, Freunde, macht es gut, bis dahin, tschüss.